Palo. Und dann mache ich hier und sage Hallo und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Part. Hi! Oh. Aha, wir grüßen euch. Wir grüßen. Das alles wird sicher bald auch noch auf YouTube finden. So, Ja, jetzt muss ich. bestimmt. So, habe ich noch. Ich habe schon ewig nichts mehr auf YouTube hochgeladen. Muss ich echt mal wieder machen. Also deine ganzen Fans, die waren sehnsüchtig danach auf Content. Ja, ich weiß, alle Abonnenten, es ist verrückt. So, Ja. bevor ich anfange, ich will mir noch schnell was zu trinken holen. Einen Moment, ich bin sofort da. Ja. Ich muss nur einmal zur Seite. Bin ich extra schnell aus der Dusche gehüpft, damit ich noch schnell anfangen kann. Ehrlich gesagt, ich bin hier noch zu Hause und da gucke ich einfach, ja, wenn ich mal starten, schon fängt es im Stream an. Ja, verrückt, ne? Ich dachte, meine Güte, ein Stress. Zwei Dinge. Ne, drei Dinge, ja. Meine Ohren gehören dir. Okay. Erstens, wie nennt man einen Wikinger mit Handy? Gib mir einen Moment, ein Wikinger mit Handy. Weiß ich nicht. Samsung Ericsson. Okay. So. Okay, okay. Ich dachte, du stehst das hier, Witze. Samsung Ericsson. Ja, ja. Der ist sehr gut. Das ist ein sehr guter Witz. Gut, zweitens, bitte nicht wieder bis 23 Uhr. Ich bin erst nach dem Mittag, bin ich erst überhaupt richtig in die Gänge gekommen. Ich war so hundemüde den ganzen Tag. Oh, das tut mir leid, das wollte ich. Ich wollte jetzt nicht deine Tage kaputt machen. Also wie gesagt, wenn wir es bis 22, spätestens bis 10:30, ja. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie du dann deinen Stream dann halt machst. Ja, danach spiele ich dann Vampire Survivors, wenn ich Bock habe. Ja, es gibt ja wieder neue Patches. Ja, das Spiel besteht nur aus neuen Patches, habe ich das Gefühl. So. Aber die neuen Patches, die machen das Spiel ein bisschen kaputt. Das machen ein bisschen sehr, sehr schwierig. Und der Randomizer, der jetzt noch dazugekommen ist, der gefällt mir nicht so sehr. Macht okay. Aber natürlich das Spiel wiederum interessanter, ne? Okay, okay. Lass mich noch mal ganz kurz in den Chat reinhören. Einen Moment. Quatsch, in den Stream. Gut. Weil ich bin jetzt wieder on Tour und dann muss ich jetzt immer ein bisschen Mikrofon checken. Weil manchmal ist die Qualität echt geil und manchmal nicht. So. So, und drittens zu dem Spiel. Ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, wegen, weil du gesagt hast, hier mit zweimal Magier und so weiter, ne? Da kann ich natürlich auch die ganze Nacht nicht schlafen. Du hast eigentlich vollkommen recht, weil es ist Quatsch, weil zum Beispiel ich als Magier, du als Magier, ich als quasi Magierin, habt auch Intelligenz, aber wir müssen eigentlich auch auf die Talente unten gucken, dass die sehr gut verteilt sind, weil ja auch unterschiedliche Events mit unterschiedlichen Talenten. Also wenn jemand nur so wenig Talent hat, ne, und zum Beispiel Wahrnehmungen, ne, das sind auch wieder für den Bogenschützen auch gut. Also es wäre gut, wirklich auch sehr ausgeglichen zu sein. Da muss halt einer wirklich entweder auf Heiler spielen oder eben halt hoffen, dass er dann halt solche Items kriegt, die dann halt eine Gruppenheilung dann vollziehen. Sehe ich genauso wie du. Ja. Und ich habe keine schlaflose Nacht deswegen gehabt. Gut.
So, aber ich sehe das genauso. Aber das Ding ist, das wird ja wahrscheinlich nicht der letzte Run sein. Vielleicht schaffen wir ja Nee. die Kampagne trotzdem, aber danach kann man ja trotzdem nochmal einen neuen Run machen und eine neue Map Es und gibt so, ne? genau neue Map, ne? Dann bis dato haben wir auch ein bisschen was freigespielt. Aber, apropos freispielen. Wie gehen wir weiter vor? Wir haben unten links haben wir die Dämonenhöhle für Stufe 8. Die Quest, die wir angenommen haben, ist eine Stufe 10 Gegner. Mehrere. Wie gehen wir jetzt vorwärts? Wir machen erst einmal hier so die ganzen Mobs drumherum. Zum Beispiel haben wir jetzt den trockenen Leichelager. 7. Dann haben wir hier den Geisterbeuger und so weiter. Da können wir ja noch ein bisschen leveln. Wir sind ja kurz, na gut, fast über die Hälfte von unseren Balken auf 9. Genau. Und das Gute ist, guck mal, hier sind auch endlich so eine verfluchten Felder, wo wir mal unsere Schriftrollen benutzen können. Ach so, was macht denn. Hä? Wir haben irgendwo eine Schriftrolle oder was das säubert. Reinigungsschriftrolle habe ich. Säubert alle verdorbenen Sechsechse innerhalb des entsprechenden Radius auf der Oberwelt. Jetzt hast du ja nur du. Ja, das muss ich wahrscheinlich in den Intelligenten geben. Dann gucken wir mal, auf was das bringt. Das Queren. Ah, fügt einen zufälligen Fluch. Okay. Müssen wir mal gucken. Nee, dann heben wir uns das auf jeden Fall auf. Aber nichtsdestotrotz, beende ich erstmal meinen Zug. Ich glaube nämlich, Miraculix kann nicht mehr. Und ich brauche dringend für Miraculix besseres Equipment, was seine allgemeine Rüstung angeht. So, okay. Also, der Geist, der trockene Geistlager, da bist du irgendwie natürlich nicht in diesem Bereich. Ich kann jetzt mal natürlich das Kräuterbeet mal angucken. Ja, mach das. Dann komme ich Und mit Smitey runter und dann machen wir erstmal unten rechts den ich spiele mal Geisterbeuger. die. Das Kräuter da mal. Nichts. Okay, so, dann gehe ich hier wieder rüber und was ist das? Hexenfrucht. Oh, sehr schön. Aber es bringt halt nichts. Das Ding ist, ich würde auch schon in Richtung Zinni gehen und danach zum Kobold-Korridor wegen Ausrüstung. Mal gucken, was die da Cooles Genau. haben. Ja, ziehen die ja auch eine Stadt an. Ja. Ich hoffe, dass wir da auch das Kraut gleich kaufen können, weißt du? Ja, das Bartkraut zur Heilung. Also habe ich ja schon 3 Stück. Ja, aber je mehr, desto besser, ne? Ja, natürlich, aber die kann ich mir ja kaufen. Das ist ja nicht so wichtig. Oh. Ja, ich habe jetzt 508 Gold, ne? Du kaufst dir jetzt zum Beispiel die Robe mit 2 Intelligenzen mehr. Kann ich nicht. 775 brauchen wir dafür. Fuck. Mal gucken. 775, ich gebe dir 500. Gibst du mir? Ja. Cool. Markt. Kaufen und ausrüsten. Nice. Aber bitte nicht zerstören lassen, wieder durch Säure. Ich habe Säure immun. Okay, gut. Wir sind besser vorbereitet als je zuvor auf unsere glorreiche, glorreiche Quest. Jetzt lass mich noch mal kurz überlegen. Was wollte ich genau? Inventar. Inventar. Kann ich irgendwas großartig verkaufen? Verkaufen. Nee, eingefrorenen Wälzer behalte ich. Verkaufen, verkaufen. Oh, Rüstung der Stadtwache behalten. Oh, was? Da kriege ich ja richtig viel für. Wo sind hier die Preise hochgegangen? Gerd. Es gibt auch teurere Sachen, die du ja bekommst, die sind natürlich Ah, dann auch mehr ja. wert, ne? Dann kann ich das verkaufen. So, ich muss ja jetzt keine Angst mehr haben, dass was kaputt geht, fällt mir gerade so ein. Hättest du erstmal dein ganzes Gold verkaufen können, oder was du schon hast, Ja, sonst ist doch vielleicht. egal, gebe ich dir denn einfach. Kriegst dann wieder.
Jetzt müsst ihr halt natürlich das Gottesboard kaufen für mich, ne? Weil ich nichts mehr habe. Ja, ich hab ja. Geil, ich kann jetzt ja alles immer verkaufen mit den zwei. Oh, eine verfluchte Perle kann ich mir auch teuer verkaufen. So, dann gebe ich dir erst. Ich würde dir erstmal 150 wiedergeben wollen. Falls du irgendwas hast und wir nicht hinkommen, dass du wenigstens ein bisschen was hast, weißt Ja, gut. du? So. Dann machen wir das so. Dann kriegst du 150 geben. Fertig. Weiter. Ich kann ja natürlich jetzt nichts machen, weil ja dein Smite jetzt unten ist. Doch, wir können noch den Gottes da unten rechts angreifen. Den Gottes, Geistbeuger. Eins, zwei, Okay, dann drei, können wir vier. machen. Kommt genau hin. Ist nur der eine. Aber ich meinte, das Lager oben halb bei Kobalt Korridor, na gut. Und jetzt hat der magische Verteidigung, was nicht gut ist. Ja, da ist auch gegen Blitz Widerstand. Gehen wir mal gucken. Ja. Ach, Mann. Dass ich eventuell deine Angriff verstärken kann. Fokus erschöpft. Alter, gleich komplett. Das ist übel. Gut, aber der scheint nicht viel auszuhalten. Mach aber keinen leider durchdringenden Schaden. Ja, jetzt. Ach, Wie viel machst 48. Reicht. du? Reicht durch die Erhöhung da. Ja, hat gereicht. Sehr schön. Jetzt bin ich halt wie. Oh, komm, bitte verkack das Würfel nicht. Sehr gut. Gucke ich hier erstmal. Markt. Und das meine ich, die haben hier überall Gottesmarkt. Oh, der hat. Die haben eisernen Wälzer mit 20. Körperliches Schild plus 3. Uiuiuiui. Kannst ja mal in Stream gucken, wenn es geht. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Ja, also neuerweise 20, ja. Ja, den gebe ich Ihnen. Magie-Schild. Das ist wieder mein mehr Supporter. Körperliches Schild 3, Magie-Schild 3, Reflexion. Ja, krass. Nee, gut, dann gehe ich erstmal zu dir. Ihr hättet Nee. auch zum Beispiel eine Quest annehmen können. Haben wir doch schon. Unten rechts. Ja, aber du kannst ja noch pro Stadt eine Quest. Ah. Gegenstand. Dann gucke ich erstmal Gegenstand. Ein Bogen. Obsidianbogen mit 40 Schaden. Wir könnten aber auch das Chaos gleich wieder eine Stufe runter machen. Nimmst du aber. Dann haben wir mehr Zeit zum drumherum killen, weißt Dann nimmst du Chaos. du? Wollen wir? Ja. Gut. Was ist Da der? oben. Neuner. Okay. Dann gehe ich erstmal dahin. Oh, bitte Halt dich 1, im 2, tieferen 3, Lager. 4. Oh, wenigstens 4. Nice. So, da kannst du ja zum Kobold-Korridor. Dich. Dann hätte ich gerne. Ja, die ist Och auch. Mann, ich hab's jetzt. Nee, warte. So. So. Ja, gib alles. So. Dann wieder weg. Dann gehst du nach Zinni. Markt. Oh. Ach, das ist schwächer als meins. Oh, ich bin ein Holzaffe. 20, meiner macht 15, also wäre halt was für mich, ne? Wird stärker. Dann kaufe ich dir das. Dann mache ich halt bloß keinen Schock mehr und dann bin ich halt wieder mehr Supporter dann. Jetzt lass mal überlegen. Körperliches Schild. Ach, guck mal, da ist auch ein Magieschild mit dabei. Also das Und ist halt mehr, reflektieren. Ja. der schützt halt.
Ja, ist doch okay. Okay, gut. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich jetzt nicht der Schadensmacher eigentlich, obwohl das Elektrische hat ja natürlich ganz gut getan, ja? Das muss man so sagen. So. Auch wieder, also du kriegst wahrscheinlich nur Obsidian, du kriegst nur Obsidianbogen, weil ich krieg auch schon wieder Obsidianbogen. Okay. Dadurch, dass du schon Chaos reduziert hast, werde ich wahrscheinlich dann wieder Gold nehmen. Ja. Wow. Das ist am Ende der Welt. Gut, ach so, ja, Mords. Gottes. Da ist eine Blitzlanze, da gibt's eine Feueraxt, die sind zwei hinter. Da gibt's auch den eisernen Wälzer. Habe ich jetzt ja eh für dich gekauft. Die königliche Platte, aber das hast du bestimmt ja auch schon gesehen, ne? Ja, nee, das will ich alles nicht. Alles cool, so wie es ist. Der Traumwandel, Talent plus Glück, ne? Mystische Robe gibt's auch sogar. Aber da ich ja auf Wahrnehmung noch mitgehe. Okay. Wahrscheinlich sind die Gegenstände ja auch alles gleich. Ja, denke ich auch. So, jetzt habe ich kein Gold mehr. Und Oh, sehr schön. wollen wir jetzt runter zum Streiter oder wollen wir hoch? Ist die Frage der Stufe 10, ne? Ja, Level noch, ne? Hä? Ja, die Frage ist, guck mal, der läuft aber auch in 17 Runden ab. Guck mal, wir können ja erstmal. Wir können es ja probieren. Warte mal. Level 8, Level 7. Wollen wir das so machen? Du kommst rüber zu Zinni. Dann machen wir erstmal die Mumienlage. Jawohl. Ach Scheiße, da unten kommen wir nicht hin. Das sind Steine. Ja. Da können wir aber trotzdem die Mumienlager machen. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir überhaupt dorthin? Du kommst aber auch nicht zum Mumienlager, ne? Sicher? Doch. Doch. So, dann gebe ich dir das mal gleich. Das ist der Blitzfelsen. So. Ausrüstung, erstmal ausrüsten und den Also wir können ihn angreifen, wenn wir wollen, das Mumienlager. gut, dann machen wir. Wir wollen die Level. Jo. Dann würde ich sagen, Kampf geht los. Ah, guck mal, die haben nur ein bisschen physische Abwehr. Ich könnte aber auch alle. Nee, alle betäuben ist doof. Mach ich mal so. Yes. Mumien sollten ja nicht so viel Schaden machen, ne? So, ich bin natürlich jetzt mehr auf die. Ist ja scheiße. Was passiert? Ich kann nur einen erhöhen. Ich dachte, das sind alle. Okay, hast abgebrochen. Okay. Ach nee, das ist Hast. Oder nee, doch, das war Kosten erhöht. Was du halt machen kannst, ist halt spotten, ne? Aber was ist. Und jetzt. Oh, die haben aber richtig viel Energie, ne? Aber hast du nicht durchdringenden, also Energieleben? Ja, Also wenn es das. so weitergeht, werden die so oder so irgendwann tot. Ja. Du blockst immer Schaden.
So, was habe ich denn hier? Ich kann Reflexion machen. Standardangriff. Körperliche Rüstung nochmal erhöhen. Machst du jetzt die ganze Zeit Spott? Ne, ich glaube, das ist nächste Runde vorbei. Wenn ich wieder Ja, dran aber bin. machst du denn wieder Spott? Ja, würde ich machen. Dann kriegen wir keinen HP-Abzug, weißt du? Dann mache ich das noch bei dir, ja? Dann gehe ich wieder auf Sport. Und dann mache ich mal Eissturm. Ach, schade. Aber ist nur einmal reflektiert, ne? Ja. Schade. Guck mal, der Ach so, braucht. das wäre ja natürlich krass, ne? Ja. Ja, aber siehst du, so kommen wir locker durch. Es dauert halt bis ewig. Ja. Du brauchst Kriegst doch. 30 Rüstung, ne? Ja. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass Spotten in dem Game echt elementar wichtig ist. So. Ohne Verspotten wäre das spottbillig ja alles. Hammerwitz. Ich habe bloß Schiss, dass ich es irgendwann verkacke aus Versehen. Ja, gut. Och Mann! Okay, also bisher ist es jetzt nur so, du warst Spott, ich tu dich hochheilen und Miraculix macht den Damage. Miraculix versucht Damage zu machen. Weil ob man das bisher als Damage zählen kann, weiß ich nicht. Aber du brauchst eigentlich die Rüstung nicht mehr hochmachen. Kannst eigentlich angreifen. Ich mache höchstens, wenn alles gut geht, mache ich 3 Schaden bei denen. Und mir, na gut. Ich mach Weil du hast 21. ja, weil du hast durchschlagenden Rüstungsschaden, ne? Ich habe ich das Beispiel nicht. Das ist mir noch nie aufgefallen, ob ich sowas hab. Das zeigt ja dann halt, welche zu. Mache ich das einfach so? Na, welche Fähigkeiten, das ist zum Beispiel mit dem Schild, das durchschlägt, ne? Das sind ja, da kannst du 12 Rüstungen haben, wie du willst, es macht halt durchgängig Schaden, wenn es aber perfekt ist, ne? Ja. Also wenn du alles triffst. Ja, aber die sind schon krass, die zwei, ne? Okay, ich hab's verkackt. Obwohl, ich hätte auch angreifen können, höchstens vielleicht den Mumie schlagen können, ja, die Tür. Aber du machst jetzt. Ja, ich mach mal safe. 29. Aber ich liebe diesen Ragdoll-Effekt von den Mumien, also allgemein von den Gegnern in diesem Spiel, dass wenn die heftig getroffen werden, wie weit die auch wegfliegen, das ist wirklich lustig. Oh, beides verkackt. So, jetzt können wir einfach rauf. Dann mache ich mal einen Standardangriff. Ja. Ja, gut, Der ist macht doch gar keinen nicht Schaden. schlecht. Na ja, gut, dann mache ich noch mal einen Trotz. Du plünderst seine Leiche. 255. Ja. Gewöhnlich meine ist besser. Guck's an. Dann behalte ich den. So. Ah, sehr schön. Da links ist irgendwas gespawnt.
kommen wir aber so nicht ran. Da müssen wir außen rum führen. Aha. Ja schon wieder Richtung Haster hochgehen, dann können wir ja den Blitzfelsen und dann Richtung Chaos Beschützerlager gehen. Ja. Wie viele Runden haben wir noch? 17. Ja, das schaffen wir. Guck mal, dann können wir links auch noch den Oger machen. Ja, also ich weiß nicht, entweder wenn du dann vor oder hinter dem Blitzfelsen, das wird dann vielleicht Hier. genau irgendwie die mit alle mit reinbringen. So. Dann Pause. Drehfokus. Ach nee, wir kriegen Ogre und Blitzfelsen nicht zusammen. Doch, da wo ich stehe. Ach so, du meinst jetzt als einen Gegner. Ja, zusammen in einen Kampf. Ja, ist doch egal, lass uns sie doch schnell einzeln verprügeln. Ist ja völlig Bums. Nein, Wurf verkackt. Gehe ich mal. Ach so, ist egal. Machen wir schnell den Oger. Kampf. Ich glaube, der mag Magie nicht so gerne. Ich glaube, ich hatte recht. Hau einfach Okay, mache ich drauf. jetzt auch mit oder tue ich dich buffen? Hau ihn auf die Schnauze! Ja, okay, Chef. Gibt's ja wohl nicht, ey. Über was diskutieren wir hier? Wenn der bloß einmal zuhaut, wenn du ihn nicht tot kriegst, ist Miraculix eventuell tot. Aber gut. Noch Fragen? Ja, nein, Chef. Ey, hör einmal auf mich, ey. Wirklich. Ach, Schild kannst du mir auch geben. Ey! Egal, scheißegal. Können wir so jetzt den Oger angreifen? Nein. Nee. Sonst stell dich doch mal zwei Felder nördlich, dann nehmen wir auch noch den Feenkobold mit. In Feenkobold. Okay, dann willst du oben rum Genau. kommen. Oder wie weit geht der? Also wenn ich da stehe, ist dein Angriffs Reichweite auch von mir. Eins, zwei, drei. Das da. Ach, EP. Aber wir nehmen hier schon alles mit an Gegnern, was geht, ne? Naja, wir müssen leveln. So. Und so. Und der Kampfe. Oh. Der hat Wie machen wir es reflektiert kleine jetzt? Menge von Nahkampfschaden. Buff mich Also mal. heißt es, du greifst dich an, du machst Spott. Und Ja. wir machen. Erste Runde kannst du erstmal draufhauen. Siehst du, vielleicht brauchen wir gar keine zweite Runde. So, na dann, Angriff. Tada! Und Miraculix ist Level up. Oh, gewöhnlicher Schädel, höhere Crit-Chance. Aber nein. Okay. Nicht für mich. Körperlicher Schaden, also da mache ich ja. Aber ich sammle ihn sehr gerne. Habe ich noch Level abkraut? Nee. Nö.
Hä, doch habe ich. Ah, ich bin ein Idiot manchmal. Natürlich. Ja. Ja. Natürlich muss ich halt warten. Vorklone. Dietenlöwe. Ach, da hast du ja sogar noch ein Kultgerät. Entfernt Flüche. Gut. Und nochmal Gottesbord gefunden. Warte mal, ich das jetzt benutze. Könnte dieses Verdorbene wegmachen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir dann auch links lang können. Links unten wieder zurück und dann die Mobs mitnehmen, weißt du? Oder ja, links unten, ja. Oder wir gehen dann mit dem Schiff, gehen gleich dann zum Ruhevogellager und gehen dann da zurück. Weil links unten hast du ja auch wieder diese verfluchte Scheißland. Ich weiß nicht, wie viel du da wegmachen kannst. Aber wir können ihn ja auch vom Boot aus angreifen, ne? Wir können auch vom Boot aus angreifen. Dann machen wir mal so. Achso, das ist wie, da ein großer Bereich ist das. Ja. Dann gehe ich schon mal. Nein. Ach so. Kann ich ausnahmsweise mal nicht einfach dran vorbeigehen? Och, Miraculix, jetzt willst du mich aber auch ärgern, ey. Du faule Laufsocke, ey. Der ist faul, sag ich dir. Das ist alles. Ach ja, und dann kuppelt es weg. Ah, echt jetzt? Dann lass uns direkt zum Bogenschützen. Rüstungshändler. Eine Fellrüstung, Vitalität. Eine Narrengewand. Robe des Zauberers noch einmal. Nö, alles gut. Ich habe ja eh kein Geld. Sorry, da unten ist es. Ja, sind wir aber außen vor auch. Oh. 1, 2, 3, 4. Bitte eine 4 Miraculix. Jawohl. Na dann. Okay. Ich würde erstmal rechts den Chaoskrieger angreifen. Mit Ei. Oder ich mache Rüstung. Weißt du was? Machen erstmal Schneesturm. Okay, ihr seid anscheinend nicht so eine richtigen Treffer. So, was machen wir? Welche Strategie nutzen wir? Wollen wir erstmal eine Runde Schaden austeilen und dann mal gucken, was die danach anstellen, weil wir sind ja alle halbwegs halb gut gefüllt mit Energie. Ja, halbwegs gut gefüllt mit Energie. Ja, weiß Bescheid, ne? Minus 10 ist okay.
Eieieiei. Würde ich sagen, hauen wir erstmal den in der Mitte weg. Und wenn der in der Mitte weg ist, dann höre ich auch auf mit Spotten und dann greifen wir den linken an. Ich kann, ja gut, ich kann die Reflexion dann wieder machen, oder ich greife halt direkt an. Mach mal direkt, weil der ja auch diese plus 25 Schaden hat, weißt du? Ja, guck mal, das ist schon ein ganz anderer Schnack jetzt. Du hast Bitte. ja auch 34 Rüstungen im Gegensatz zu. Ja. So. Dann hoffe ich, dass das reicht. Der ist ja nicht mal mehr im Screen. Das Ja. heißt gefangen. Das ist. Verzögerte Kampfaktion heißt. Ja, ganz starke sogar. Alter, du hast aber trotzdem noch Spott. Ja. Und wahrscheinlich so lange, bis ich wieder dran bin. Reflexion gilt ja nur einmal, ne? Ja. Ach komm. Achso, der hat 16. Ich würde sagen, einfach drauf. Schön, wie du auf mich hörst. Das zum Thema Meister. Das ist 18 Schaden. Hui, du darfst uns aber hochheilen, wenn du möchtest. Ja, kann ich machen. Ach, du bist versteinert. Reflexion bringt ja gar nichts, also. Okay. Ich wäre gerne nicht mehr versteinert. Okay, ich gehe jetzt mal rauf. Alter, das ist ja ganz schön krasser Dude. Das war ein ganz schön krasser Dude, möchte ich nochmal sagen. Wenn du ihn jetzt Ein krasses finisht. Format mal Finish, würde ich mal. Genau. Richtig gut. Richtig gut. Immer muss ich das erst machen. Na, willst du die haben? Du hast die auch schon, ne? Ja. Also, wenn man sagen, vier Rüstungen, aber ich habe mehr Widerstand, ich kriege aber Ausweichen, habe ich sieben weniger. Warte mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Ein Fokus mehr, aber ich habe dafür Fluchimmunität. Werde die wahrscheinlich erstmal nehmen. Dachte, ich habe mein Handy bimmeln hören. Habe ich aber gar nicht. So, erzähl. Was mit dir genommen, wenn aber wieder irgendwie Talent oder so benötigt wird, dann kann ich die immer, dann kann ich ja wieder tauschen dann. Magst du uns heilen irgendwie? Du kannst auch in der runterstehen nach Haster und eine Dienstleistung annehmen. Ja. Okay. Hä, wieso ist denn das Chaos nicht weniger? Oder ist das schon neues Chaos? Das ist ein neues Chaos. Frechheit. Mache ich mich schon mal aufs Schiff? Kannst du nicht gleich uns alle einsammeln? Du willst doch hier erstmal noch heilen bei Ja, Gruppen. aber das Ding ist 1, 2, 3, 4, 5 muss ich dann würfeln. Dann würde ich eher sagen, heile ich mich auf ein Schiff oder irgendwie ihn angreifen, dass du uns gleich in der ersten Runde uns heilst. Bitte kein Kragen, ne?
So, na dann Kampf. Bin sehr groß und Das habe sind. viel Leben. Und es sind zwei. Ja. Oder soll ich Rüstung machen? Die machen wahrscheinlich physischen Schaden, ja. Soll ich verspotten oder nicht? Ich würde sagen, wir killen erstmal einen und wenn einer down ist, dann können wir das immer noch ändern. Oh, verkackt. Und das tut so weh, Alter. So, ich würde sagen, ich greife an. Ja. Wenn die, selbst wenn du verspotten machst, die können trotzdem dieses große. Ja. Ah. Ich könnte safe. Flächenangriff machen. Ja, komm, dann ist er down. Wenn wir jetzt alle angreifen, den rechten. Ja, das denke ich mal, kriege ich hin. Sehr gut. Und im Notfall kannst du uns ja immer noch hochheilen. Jetzt so. Ich denke ja. Lass mal auf Nummer sicher gehen. Ich schluck ein Kraut nach dem anderen, ey, durch meine Pfeife. Ey! Was soll denn das? Was soll denn bitte, wird der Berliner jetzt sagen. Gibt's ja wohl nicht. Das ist ja nur frech. Ich hab verkackt, Meister. Chef. Alles gut, den killen wir jetzt. So. Eine Schatztruhe. Eine Mimik. Nee. Erstmal teilen. Oh. Oh. Das ist eine Einhandwaffe, ne? Ja, braucht Wahrnehmung. Ja. Ach, schade, schade, schade. Oder willst du die haben? Nö. Ich bin mit meinem Buch echt unzufrieden. Ja, ich bin auch mit dir unzufrieden. Oder was meinst du? Hast gemerkt, ich habe einen Witz Ein draus Boot gemacht. ein und geh bitte noch gleich nach Anker. Barons auf der anderen Seite haben wir wenigstens nicht so weit. Wo wollen wir hin? Na, rechts Anker Barons und dann können wir ja dann die trockenen Leichenlager unten erledigen. Oder wir gehen zum Heiligtum der Reinheit, dass ich das nehmen kann. Da habe ich Giftimmunität, Spukimmunität und Erkrankungsimmunität. Da können. Ah, die Seele haben wir ja schon gemacht. Wollen wir nicht erstmal? Also ich fühle mich mit Stufe 9 ready, um den Stufe 10 zu Ja, killen. können wir machen. So, das heißt, wir müssten. Hier würde ich rausgehen wollen. Dann kommen wir noch bei Haster Super. vorbei. Ach, das ist Lagers Playback. Ach. Ach so, ah.
Pflaume, hab mich voll verguckt. Machen wir so. Ach, shit. Warte. Kann ich noch mich einmal heilen? Jetzt ist eh wieder alles dunkel. Sonst musst du ein Stück nach Norden fahren. Ach so, Okay. ich habe mich gerade verguckt. Knochenzauberer. Können wir den machen direkt? Ja, ne? Ja, alle sind drin. Na dann. Oh nein. Alles nur einer. Okay. Hau einfach drauf. Ich. Mal gucken, ob ich ihn gekillt kriege. Ja, 44. Wieso wollten wir eigentlich den Typen unten rechts machen? Kriegen wir dafür was richtig Cooles? Angriff. Oder haben wir nur Gold für den gekriegt, für den Stufe 10? Ja. Oh, Gold ist immer wichtig. Hey, lass dein Pfeil bei dir. Gibt's ja wohl nicht. So, kannst ihn jetzt finishen, wenn du möchtest. Sehr gut. Läuft doch, aber ich verstehe nicht, warum ich dir mal alles sagen muss. Weiß ich auch nicht. Möchtest du einen wunderschönen guten Tag, Crispy Chicken? Grüße, Wunderschönen guten Tag. Grüße. Möchtest du den Schal haben? Zeig mal, was ich denn nochmal habe. Ich glaube, ich habe die Noble. Ich habe da mehr Gold. Gruppen ausweichen, Gold, Multiplikator und drei Glück. Wollen wir auf Gruppen, zwei Gruppen ausweichen verzichten? Dass ich halt vier ausweiche mehr. Dann habe ich gar kein Ausweichen mehr. Doch, ist okay. Ist okay. Smithy ist cool. Wieso? Ja. Ja. Wieso denn nicht? Crispy Chicken. Ich habe das geguckt. Ein paar Leute streamen das. Das weiß ich nicht, hat mein Chef geguckt. Also jedenfalls als soll ich ausrechnen, also verzichtet wird drauf. Ja, weil das Ding ist, Smithy braucht das sowieso nicht ausweichen, weil er die Rüstung hat. So. Er ist von Teil und suche unbedingt Leute, die das zocken. Ey, gerne offen. Also wir sind gerne offen. Wir haben gerade unsere Runde gespielt oder angefangen, sage ich mal. Also Und die zweite Runde. Also du kannst gerne den Profis zugucken. genau. So. Es Oh. ist halt, Crispy, es ist halt wie, kannst du ja vor, denke ich mal vorstellen, wie halt so hier Pen and Paper, ne? Hast du es denn? Willst du mal eine Runde mitspielen? Weil wir hatten eigentlich noch einen Platz frei, wenn wir nochmal, sag ich mal, eine neue Session starten. Musst auch nicht Discord oder so, ne? Sondern einfach nur so und über den Chat könnten wir das auch machen. Ui, plus 4 Intelligenz. Den willst du aber nicht, ne? Allerdings noch nicht fertig gespielt. Ja klar, mach immer mit. Ja, Guti. das glaube ich dir. Ich hätte es ja auch versucht, alleine. Allerdings brauche ich zwei Wissenspunkte, um mit einem Barbar vorzugehen. Ach, du hast ja wahrscheinlich das DLC. Wenn das Barbar kennen wir ja nicht.
Oder wir haben ihn noch nicht freigeschaltet. Oder das, aber wenn er es 5 Stunden gezockt hat, aber noch nicht einmal fertig gespielt hat, dann hat. Wir sind aber auch sehr schlecht, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind nicht schlecht. Nee, ohne DNC kann man sich freispielen. Ah, siehst du? Okay. Wir sind doch Wir sehr hatten denn den schlecht. freigespielt? So. Wir haben noch nicht freigespielt. Nee, noch nicht. Ich würde das sonst so machen. Also wir wollen auf jeden Fall hier noch unsere Runde zu Ende spielen. Wir wissen jetzt aber auch nicht, wie lange das dauert. So. So, also ich denke mal wahrscheinlich heute noch und dann noch mal eine Runde. Und dann können wir gerne zu dritt eine Session starten. Ist aber natürlich ein Follower da lassen. Okay, schön. Das ist auch schön. So. Du, sag Ja, mal, Crispy auch da. Chicken, kann ich dich mal gleich ausnutzen? Und zwar, hast du eine Nachricht bekommen, als du in den Chat reingekommen bist? Ach, erstmal schön, danke. Hast du eine Nachricht bekommen, als du in den Chat rein bist, per Chatbot? Weil ich will mal nur wissen, ob das funktioniert, weil ich kann das irgendwie nicht testen. So. Dann gehen wir jetzt aber den 10er machen, ne? Guck mal, wir können vorher Der noch. Channel ab 18 ist. Nee. Nee. Chatbot kam nichts. Ach, schade, okay. Nee, gut, alles klar. Dann muss ich mir das nochmal in Ruhe angucken. Und ja, ich habe eingestellt, dass der ab 18 ist, weil ich möchte gerne fluchen. Siehst du So. mal, mit wem ich zusammenarbeiten muss. Ja. Oh, der ist ja ganz woanders. Was ist das denn Farul hat jetzt? sich selbst wie Zunder in einer Feuerstelle arrangiert und ich werde der Funken sein, der die Welt lichterloh brennen lässt. Zerstöre Vulkane. Zerstörerische Vulkane? What the hell? Okay, ich glaube, wir müssen langsam so runter. Wo ist denn der jetzt? Unten links. Ah. Alter Schild, das ist richtig weit weg. Oh, wow. Wir müssen doch sowieso dorthin wegen der Ja. Höhle. Dann lass uns denn direkt, wenn wir den Todesritter gelegt bekommen, Voraussetzung, dass wir dann direkt links bei Kobold-Korridor runtergehen. Und ja, dann müssen wir Du uns hast eh einen durch die Dämonen. Teleporter und wir fliegen gleich dorthin. Das könnte ich natürlich auch machen. Gute Frage. Was sag mal, wie hast du jetzt in den Baba freigeschalten, Crispy Chicken? Das Interesse wurde geweckt. Wenn er schon sagt, das kann man hier sich freischalten, auch ohne DLC. Sonst mach erstmal weiter, dass ich meine zwei Runden machen kann, Achso, was? ich dachte. Das zum Thema mit Leuten, mit denen du arbeiten musst, ne? So. So. Langsam auf den Keks. Ihr müsst einen Shop im Laden Scream kannst du die Charakter im Wissenspunkt. Ja, das ist richtig. Da gab es aber bloß den Holzfäller, die Fallenstellerin, dann die, was ich jetzt gerade spiele, die Allheilerin. Und noch ein. Ach ja, und den Musikanten, aber kein Barbar. Hörst du auf mich zu schießen? So, schubse ich dich weg. Ah, okay, Oh, gut. 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 Mach ich erstmal teilen. Hast du überhaupt DLC gekauft? Ich?
Nee, Nee. Frau Crispy. Lass mich nochmal gucken. Mal, kann ich hier. Ich kaufe nochmal sicherheitshalber die Gotteskraut. Ja, gut, das hätte ich auch gemacht, dann gleich danach. Gottesbad. Ja, ich habe, glaube ich, ein bisschen. Ich schulde ja eh noch Money. Wir sind wohl ein Team, du schützt mir halt gar nichts. Doch, 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 doch. Du hast doch selbst Kommt gesagt, ich nicht bin der wieder, Chef. ist mir aber auf jeden Fall hoch nicht. Ebenfalls noch holen. Oh, Fragezeichen. Fragezeichen ist wieder verlockend. Ja, aber der könnte auch ein Gegner sein, ne? Ist egal, Fragezeichen. Es war so klar. Es ist einfach kein Verlass auf dich. Vor jeder Konfrontation flüchtest du, ey. Ja, das stimmt, vor jeder Konfrontation. So, ich habe jetzt nur eine 4 gewürfelt. Also 1, 2, 3, 4. Den könnte ich eine Runde stehen, da wo du bist, dann können wir den aber nicht angreifen. Ich würde jetzt auf. Wollen wir noch die Assassine da rechts mitnehmen? Ne, komm, ich stelle mich erstmal hier hin. Dann gebe ich Miraculix die Schriftrolle. Dann killen wir den. Hoffentlich. Oh, ich habe noch einmal viel Stuff, den ich verkaufen muss. Dann. Und dann porten wir uns direkt dahin, würde ich sagen. Wenn wir den Zehner besiegt haben. Was, Crispy, was? Was, was, Hallo. was? Also, mein Plan wäre jetzt, wir legen erstmal den Zehner, ne? Wo wir jetzt schon die ganze Ja, Zeit hin wollen. klar. Danach porte ich uns mit Miraculix so weit wie es geht zum Vulkan-Dude. Und wenn wir den Vulkan-Dude gelegt haben, gehen wir sofort in die Höhlen, weil die sind auch nur noch Stufe 8, weißt du? Da können wir eigentlich gut jetzt durchgehen. Der Vulkan-Dude. Die sind hier nur alle Stufe 7, Alter. Ich verstehe das nicht. Ja, pass mal Warum? auf, wenn wir aber hier die Dinger erlegt haben. Und wir kriegen ja natürlich auch mehr XP, ne? Ja. Durch deinen Hut und durch dein Dingens. Meinst du, wir haben uns also bisher ganz clever ausgerüstet? So. Ohne, also dir zu widersprechen, würde ich mich gar nicht erst wagen. Och Mann, du bist so gemein. Ich will nur netter sein. Ich lob ja immer uns beide, wisst ihr? Und du nimmst es. Natürlich, du bist natürlich ein Netter. Deswegen würde So. ich dir auch nicht widersprechen. So. Gucke, ich gebe dir sogar alles, was ich habe. Und noch viel mehr, das alles, wenn ich der König von deinem Du! Schlacht wäre. Klar kannst du deinen Schwertkämpfer spielen, wenn du willst. Das ist überhaupt kein Thema. Und sehe Kannst das du gerne hier. machen und ich würde dann das nächste Mal den Fallensteller spielen. Genau. Gehst du, heilst du dich aber noch im Gasthaus? Dann greife ich an. Achso, und wir sind hier alle ein kommunikativer Haufen, der uns auf der gleichen Ebene sehen, ne? Also mit Genau. alles ist ausdiskutierbar hier. Richtig, also ich bin im Keller von ihm eingesperrt. Und wenn du mitmachst, dann steck dich auch in den Keller ein. Ja, aber das. Oh Gott, okay. Die stehen aber schon mal nicht auf Magie. Ja. Eieieiei. Werden aber bestimmt ordentlich Damage machen. Ja, ich muss Spotten machen, zweite Runde, so schnell wie es geht. Okay, also mache ich mit Fu immer mit Magie schon. Ja, ich glaube, ich mach. Ich guck mal, wie viel Schaden du machst. Wow. Also höchstens erstmal Rüstung erhöhen fürs. Bist du sicher? Ja, komm, wir gehen auf Nummer sicher.
Ja, du hattest. Oh, ich glaube, Die das. Items sind aber nur auf den begrenzt, der dann, glaube ich, den Host macht. Weil ich habe ja auch was gekauft. Bisher sind meine Items nicht erschienen. Also Charaktere ist nur wichtig. Nur die Charaktere, ja. Ich dachte, wollte Spott machen. Ach ja, nee, weil dir zu schnell runterging. Entschuldigung, ich war gerade. Ich habe auch dir zu Warst sehr du ein den Hype? Chat gemacht. Ja, Entschuldigung. Habe ich nicht aufgepasst. Alter, du haust den aber auch Schaden rein. Alter, ich glaube, die Rüstung war richtig gute Idee am Anfang. Komm, ich mache Sport. Oh, verkackt. Hab allerdings nur die Anfangscharaktere. Ja, du, wenn du den. Ja, ich will auch. Ich habe die auch jetzt alle erstmal gekauft gestern. Also, beziehungsweise jetzt. Sonst kannst du dir schon Aber mal. was wir. Ja? Was wir halt festgestellt haben, ist es ist sinnvoll, halt sehr ausgeglichen zu sein mit den Talenten, also mit den Fertigkeitspunkten, dass wir nicht zwei wie ich und Miraculixi gehen auf Intelligenz. Sondern eben halt jemand, der ist eben halt auch auf Wahrnehmung und Talent oder sonst was, damit es schön ausgeglichen ist. Genau, das können wir ja machen dann nachher, wenn wir starten. Alter, 480, ne? Wirklich? Klar, ich habe ja mehr Gold. Nochmal 200. Ach, das habe ich noch gar nicht gerafft. Jeder Durch den kriegt Speed. 480. Jeder 480, ich habe Oder aber auf nee. Teil Warte mal, warte mal. geklickt. Ich gucke gerade 552. Du hast 552, ich gucke gerade nur einen Stream. Ja, ich habe jetzt 794, also kann schon stimmen. Ja. Das ist crazy. Gut, na dann muss Miraculix jetzt eine Runde zaubern. Hast du die Schriftrollen oder was? Ja, Nee, brauchst du. Miraculix hat die. Und Brauchst dann du noch können wir was? uns direkt zum Kohleherzen begeben. Kann ich das Portal hier machen? Und. Oh, ich kann so weit porten. Das ist geil, Alter. Durch die Intelligenz oder was? Ja. Können wir richtig weit. Wir können uns bis zum unteren Dungeon porten, quasi. Guck mal hier, die Vulkane. Das brennende Land. So, und was sollen wir jetzt hier machen? Vulkan Wir müssen Hexenmeister, da, genau. die Mondhöhle oder wir machen den Hexenmeister, kann ich sagen. Egal. Was jetzt erst? Dämonenhöhle, weil wir da leveln. Ja, das ist beides Level 8. Ach so. Ne, dann machen wir zuerst den Vulkanmeister, dann nervt er nicht. Und Ein dann. Trick Ja, or Blob. der sieht witzig aus, ne? Sind wir zu weit weg. Oh, ja. Alles gut. Und los geht's. Refokus. Ich habe 76 Geschwindigkeit. Warum dauert das so ewig? Kann ich. Eins, zwei, drei. Kommt's genau runter? Das passt doch. So, Geisel bekämpfen, ne? Please not. Ey, das magische Portal ist gerade so geil, ne? Sind es auch deutsche Streamer, wo du geguckt hast, dass du For the Kings spielt, das sind auch nur deutsche Streamer oder sind das auch mehr dann die internationalen? Man kann eine Feuersbrunst wie diese nicht mit solch einfachen Waffen löschen. Brennt! Ich habe ja auf jeden Fall ein Crispy Chicken. Okay. Alle machen sehr extrem magischen Widerstand. Nö.
Doch 16 Widerstand, 16 Widerstand, 16 Ja, Widerstand. magisch und Lavakohle, physisch. Lavakohle hat sogar noch physisch. Ja, dann. Theoretisch bei vollen, ich weiß es echt nicht, jetzt, das sagt jetzt magischen Schaden 29. Ja, aber lass Bei doch. Aber geh mal auf den Kohleherz. Was, wie viel Schaden macht er da? Kohleherz macht auch Quatsch, Quatsch. 29, oder? Lava Golem. Sonst lass uns doch zuerst die zwei Golems wegklatschen. Und ich mach so schnell wie es geht. Oder du machst erstmal einen Zauberwiderstand hoch und ich mach den Rüstungswiderstand hoch. Und danach mache ich Spotten. International, okay. Oh, ich gehe mal auf Nummer sicher, ne? Falls, also der greift ja nicht physisch an, ne? Nee, da greift halt auch, da macht AOE, ne, bringt da auch nicht. Ja. So, na dann. Sollen die mal bitte mich angreifen? Die machen auch AOE, natürlich. Da bringt schon nichts, dein Spott. Okay, die machen alle AOE, ja. Aber wir sind alle immun gegen fast alles von denen. Also meine Dudes zumindest. Ja, richtig. Gut. Bringt also nichts, also Lava machen wir Golem keinen Spaß. zerhacken. Reizen. 18. 18. Er hat doch mich einmal angegriffen. Oh, ich könnte sogar einen Lava-Golem mit einem Schlag killen. Shit! Ah, hätte Aber fast schön, geklappt. dass du jedenfalls zu uns gekommen bist und nicht die anderen internationalen Streamer Zuschauer bist. Ja, Denn wir aber. finden hier nur einfach nur Content. Ja, aber man merkt ja auch hier, das ist Professionalitätsstream par excellence. So. Und wir sind ja auch international, ne? Genau, sehr international. Ich komme aus dem Erzgebirge, also sehr international. Ja, und ich von der Ostsee, also. Aber Englisch ist zu überbewertet. I can make the stream in English if you want. That's absolutely no problem. If you feel better right now. Wenn du aus deinem YouTube-Kanal gehst, hat er mal probiert, englisches Spiel dann zu übersetzen. Kannst du ja auch gerne angucken, wenn es dir gefällt. Nee, oh nein, für das Video schäme ich Hast du mich es mal noch. hochgeladen? Ja, aber dafür schäme ich mich. Wieso Da. schämst du dich? Hä? Weil ich gemerkt habe, dass ich absolut nicht in der Lage bin, Texte so zu übersetzen, dass es jemand anderes versteht während des Spielens als ich. Also, ich dachte immer, mein Englisch ist hammergut, weil ich so ziemlich alles verstehe. Aber, alter Schwede, so für alle übersetzen, no chance, ey. So, in meinem Kopf macht das alles Sinn. Wissen. Aber das war's auch. Oh, 100% Schaden gegen Eis. Plus 3 magischer Schaden. Ja, überleg dir das. Ich meine, klar, wir kriegen zwar viel Geld durch deine Mütze, Ich habe aber. 7 Ausweichen und 7 Glück. Oh Und ich Gott. habe die Diebstahlimmunität. Okay, dann überleg dir das doch nicht und So, verkauf den. und gegen wen, gegen welche Eistypen sollen wir denn noch kämpfen in einem Feuergebiet? Gegen alle. Das Einzige ist, dass ich 3 magischen Schaden mehr mache. Ja, du hattest mich doch bei Ausweichen. Sammel ist höchstens. So. Erledigt. Könntest du ja doch gleich den Assassin damit machen. Komme ich nicht ran. Ja, aber bei Miraculixi. Oh, vielleicht sogar könnte ich auch noch den Blub machen. Achso, der Blub ist mit drinne. Ja, der Blub. Guck mal, da oben ist Nacht oder Tag? Ist Tag, ne? Ach, schade. Ja,
Weil sonst hätten wir auch in das Nachtding gehen können, weißt du? Oh nein! Hast du denn verflucht? Erhalte Oh! tödlichen Schaden nach langer Zeit. Oh fuck. Also müssen wir die schnellstens besiegen. Ja, auf jeden Fall. Denn nur Damage raushauen. Genau so. Oh, ich hab gesagt, Damage raushauen. Mach ich doch. Ja, Säure. das, wie lang so eine Runde dauert, wissen wir auch noch nicht. Wir haben jetzt, oh Gott, die wievielte Runde ist das jetzt? Also Dritte, glaube ich, die dritte. Und da spielen wir ja. schon, glaube ich, jeweils 3 Stunden dran fast. Ja. Also insgesamt schon 9 Stunden. Spielen wir daran. Und wir wissen auch nicht, ob wir, wann wir heute durch sind. Oh, diese Säure, Alter. Ist ja nur ätzend. Ah! Habe ich schon mal. Ja, aber ist doch schön. Aber ich brauche jetzt Schuhe. Meine Schuhe sind kaputt. Der Nachtmarkt hat Also offen. ich habe schon das letzte Mal. Kann noch mal zum Nachtmarkt. Ich habe gesagt, das letzte Mal bis 23 Uhr, aber soweit mache ich nicht, weil ich morgen dann noch auf Arbeit wäre. Also ich gesagt, Oh. als höchstens bis halb oder zu 22 Uhr. Ja, die haben leider keine Halb elf können Schuhe. wir. Die haben leider keine Schuhe. Da gehe ich in Barfuß. Also ich denke mal, wir Sieht aber werden auch jetzt mit lustig diesem aus. Plan nicht fertig. Weil wir Ja. müssen jetzt erstmal die Dämonen hüten und da gibt es ja noch ganz oben. Vielleicht ist als nächstes der Turm zwar dran, aber dann müssen wir auch erstmal noch dorthin. Genau. So, nee, also wir zocken jetzt hier nicht die Nacht. Das meinte ja Isilda gerade, dass wir jetzt hier nicht bis in die Nacht zocken. Darum meinte ich ja, müssen wir mal gucken, wie lange das dauert. Aber mein Chef will am Freitag einen 24-Stunden-Stream machen. Ja, ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Du musst uns heilen, ne? Auf Teufel komm raus. Ich mache erstmal Rüstung und so alles hoch. So. Aber wenn du magst, so, und wir die Runde vielleicht heute noch durchziehen oder bis weil ich sag euch ehrlich, ich kann fast immer zocken. Ja, also was wollte ich gerade sagen? Genau. Soll ich Spott machen oder soll ich einfach die in der Mitte versuchen zu killen? Mach die. Okay. Also morgen will ich auf jeden Fall wieder spielen. Und wenn ein Ende abzusehen ist, dann können wir ja das trotzdem dann machen. Bloß heute würde ich keine neue Runde anfangen, solange wir die nicht durchhaben. Ne? Also morgen können wir es sehr wahrscheinlich zu dritt spielen. Würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Das kommt aber auch auf Isilda an. Ich kann ihn ja nicht zwingen, hier jeden Tag in den Stream zu kommen. Oh Oder wir Gott. sind bald alle tot und die Runde kann neu beginnen. LOL. Das kann auch sein. What the hell? Ich kann natürlich nicht immer, ich kann nicht immer streamen. Streamen, sag ich schon. Mitmachen. Der eklige Musiker, Alter. Oh.
bei keiner Rüstung noch macht ordentlich Schaden, ne? Ja. Aber ich weiß jetzt ja nicht, wenn du jetzt zum Beispiel ich jetzt mal nicht kann und du willst aber streamen und ihr zwei macht das mit, das spielt einer und Promille Sibylle oder jemand anderes, das ist ja nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt spielen kann. Das möglich überhaupt ist. Ich glaube nämlich nicht. Aber ist ja egal. Ist ja jetzt erstmal. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert. Wie du schon gesagt hast, vielleicht gehen wir auch jetzt drauf. Ja, jetzt hast du erstmal ein Level ab, das ist gut. Oh, ich glaube, Geht da habe ich rein, was für dich. ja. Talent. Ausweichen, Geschwindigkeit, ausweichen, ich sage es einfach halt. Oh. Das ist schon mal was anderes, aber dann würde ich wieder die Gold. Ja, Das sind musst du vier sagen. Ausweichen, ja, zwei Ausweichen weniger. Nee. Ich sage es aber trotzdem erstmal. Gehen wir So, mal weiter. jetzt machen schon wir. Oh Oh, die nein. Affen. Okay, auf jeden Fall erstmal die Affen killen. Schade, dass ich das Buch verkauft habe, weil ich denke, wenn ich jetzt nicht, ich hätte es getauscht mit so. Weil da, das ist, macht nichts, das macht. Lieber mal Donner machen und alle geschockt sein, als. Okay, ja. Hast wahrscheinlich gar nicht so unrecht. Ja. Wow. Konnte er jetzt echt bei einem ausweichen? Oh, jetzt habe ich die falsche angegriffen. Oh. Da bringt's auch nichts. Weil der macht wahrscheinlich dann jetzt seinen. Sehr schön. Ja, genau. Du bist auch schwach. Ach, und du hast ja auch genug Heilung, ne? Ist ja alles erstmal alles chillig. Ja, genau, ich fress eine Heilung nach der anderen. Das ist toll, ey. Da wäre wahrscheinlich der magische Widerstand jetzt richtig krass gewesen. Also hätte uns da richtig viel geholfen. Aber da leider ist der magische Widerstand, kann ich nur auf einen machen. Wenn die also auf die ganze Gruppe gehen würde, wie bei deinen, wäre das Ja. schon besser. Ach! Nee, den hätte ich anziehen können. Mir fehlt ja die Schuhe. Dann kriegst du sie gleich. Alles gut, gebe ich dir. Zack, zack. Ach, fuck. Warte. Jetzt hast du wundervolle neue Schuhe. Jawohl. Ausrüsten. Oh fuck, oh fuck. Oh shit. Wie weit bist du denn eigentlich gekommen, Crispy Chicken, bei so deinen Solo-Runs? Auch jetzt im Video? Also schluck ich wieder. Wenn ich für jeden Dungeon sechs oder acht Dinger grabe, kannst du vergessen. Oh, ja, schön verpuffen, bitte. Kriegst du den platt? Komm. Wahnsinn. Versuche jetzt den Magie-Schild mal. Was? Was?
Dann gehe ich mal auf Spotten. Verkackt. Warum gehe ich eigentlich auf Spotten? Oh, das sind Ja, doch weiß ich magische auch nicht. Gegner. Manchmal, ne, bin ich echt ein dummer, dummer Bauer. Obwohl, nee, das sagt man nicht. Man sagt nicht dummer Bauer. Ein dummer, dummer Mensch. Schön, Smitey. Benutz einfach mal Items, Miraculix. Das ist ein Held, sag ich dir, ne? Von meiner Stärke ist auch noch stark gesunken, ne? Ne, bei dir ist die Vitalität Nee, doch Stärke. stärker. So, Hast du steht's noch? hier. Du hast doch noch so Flugkraut, ne? Ich habe noch ein Flugkraut, ja. Ja, okay. Auf alles muss man hier der achten, Crispy Chicken. Ja, wie gesagt, wenn ich deinen Namen immer öfter sage, desto mehr Hunger kriege ich. Oh Mann, er ist verwirrt. Ach so, jetzt hat er die Waffe gewechselt. Das ist doch nicht wahr, Alter. Das ist doch nicht dein fucking Ernst, Mann. Okay, soll ich krumm heilen? Brauchst gleich gar nichts mehr machen, habe ich das Gefühl. Alter, Miraculix, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Gucken, was da als nächstes war. Nee, er ist wieder weg von Und der. jetzt werden wir alle erstmal verwirrt, das können wir halt beiseite legen. Wow, Alter, Das ist das der ist. wenigstens Smiley, die macht wenigstens was richtig. Ah, angegriffen. Vielleicht ist er mir auch gar nicht so verwirrt, weil da macht er hier physischen Schaden. Ich akzeptiere hier gar nichts mehr, Alter. Ist immer noch verwirrt, ne? So, guck dir das mal an! Du, der, ich Oh, glaube, ich bin jetzt nicht mehr. die spielen besser Okay. alleine, als wenn wir sie steuern. Okay, was mache ich? Lass ich Smitey sterben? Und die letzte Götze oder ich. Gruppenheilung. Was willst du? Hallo? Ja, ich bin völlig Ja, ich hab nicht. aufgeschmissen. Ich habe keine Ahnung. Ja, mach Gruppenheilung. Ey, Das ist war auch das. eine Antwort. Ja! Ja, ich bin geistig gerade woanders. Das gibt's doch nicht. Ich bin gerade genervt. Jetzt klaut er uns auch noch 5 Fokus. Jetzt kannst du den Paragolex wieder. Ja, geil. Ich wechsle mal die Waffe, ne? Jetzt macht er wieder auf. Komm, verwirrt sein! Jetzt provozierst du es aber. Natürlich, weil es witzig war. Oh Mann. Und jetzt kommt erst der Bossfight, ne? Huiuiuiui. Ja, das brauchen wir gleich. Gruppen ausweichen. So, komm. So, dann gebe ich dir erstmal das Kraut. Was? Ich habe schon auf bereit Kannst du? geklickt. Ah, egal. Nein. Nicht Eieieiei. verarbeiten. Ich sag doch lieber ist hier die Gegner ist die verwirrt ist. Ja. Rettet Kennt. mich! Ich bin ein Bauer, gefangen in dieser schrecklichen Form. Nein, ihr werdet überrascht, wie oft das funktioniert. Schätze, dann muss ich wohl im Kampf sterben. Rülpst. Das war nicht so clever von dir. Erstmal mache ich das. Okay. Was haben wir nun So, du gemacht? kannst auch nicht mehr heilen, ne? Nee.
So, greif mich an. Ja, danke. Was? Danke? Es brenne ich auch immer. Ja, aber er sollte ja Smithy angreifen. Ja, mach doch auch. Nur Smithy. Und uns herum auch. Ach ja, kurz davor, dass er stirbt, passt die Hexenflucht. Applaus, Applaus. Meinst du, das war nicht so clever? Nee, ich wollte nochmal angreifen. Ja. Ich wollte nochmal. Ich habe gehofft, dass ich jetzt noch einmal richtig doll Schaden machen kann, weißt Ja, wenn das gewesen wäre, dann hätte er vielleicht gespielt. Ja, aber jetzt ist es. Smithy! Nein! Gleich wieder. Da ist er. Und jetzt kill ich ihn. Gib ihn Ist dem Rache. Finish him. Revenge. Aber Crispy Chicken ist ja gar nicht mehr da, ne? Nee, der hat uns leider verlassen. Lol. Eishieb. Ah, ist beidhändig. Ach, Ja. Scheiße. Aber es sieht man ja auch, wie oft er hört Spotten. Ja gut, Spotten hat schon mehr gebracht als meine Fähigkeiten. Geht so. Ich würde dich jetzt auch nicht schlechter machen, als du bist. Gar nicht. Das war schon alles vollkommen in Ordnung. Bin halt Kacke. Also mit dem Buch ist es Kacke. Blitz ist da besser. Du sagtest, Blitz hast du jetzt auch schon verkauft, ne? Ja, habe ich ihn leider verkauft, Einen obwohl. unsterblichen Glück. Oh mein Gott. Ach ja, stimmt. Wir brauchten ja das. Wir wollen ja ein Flugschiff bauen, um rüber zu fliegen. Stimmt, genau. Guck mal, hier rechts ist ein Örtchen. Da würde ich mich gern ausruhen und dann gehen wir direkt weiter zur Dämonenhöhle oder was? Ja, wenn du mal kacken musst. Nicht so ein Niveau hier. Nach 18. Ach, scheiße, jetzt hast du mich. Oh, wir können jetzt schon die nächste Five. Ach so, ich könnte die mal überhaupt machen. So, mystische Ist Stiefel. die Frage, wann nutzt du eigentlich die Kraut? Was das heißt, ist das eigentlich der Fokus? Wo du jetzt, wenn du mal keinen Fokus hast, das machst. Ansonsten, die Gottesdingsbums gibst du mir. Ja, die kannst du auch gleich kaufen, Gottesbart. Hier gibt es auch Gottesbord. Ja. Ah, gut. So, hier ist auch noch eine Wickelhaube. Hier sind auch noch gute Stiefel. Die kaufe ich und rüste ich auch gleich aus. Genau. Dann Miraculix-Dienste. Du bist soweit eigentlich okay. Das heißt, einmal Übernachtung reicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wird nicht billiger, der Kram, ne? Nein, nein. Mystische Wickelhaube. Ah. Ausweichen ist halt immer noch, obwohl es hat fast gar nichts wirklich viel gebracht, das Ausweichen. Aber die Assassinstiefel, die sind gut. Die haben auch nochmal Ausweichen. Okay. Jetzt kann ich nochmal Umhang des Abenteurers. Die haben auch noch einmal Ausweichen. Warum eigentlich trage ich die nicht?
gegen 5-5 in einen Fokus. Ist doch echt viel besser als die Zauberrobe. Ich hätte sogar Stiefel noch gehabt, Narrenstiefel, na gut. Braucht man sich ja eigentlich auch nichts mehr. Okay, Dienst, oh, Gasthaus ist auch da. Hat eigentlich Crispy Chicken einen Follower da gelassen? Ich glaube ja. Ja, wenigstens was. Habe ich gehört. Ja, ihr braucht ja einfach nur wieder reinkommen. Dann. Ich hatte nämlich schon was überlegt, aber okay. Ja, ich brauche die Scheißstärke. Oh, Assassinenumhang. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Warte mal. Katana. Katana ist einhändig. Aber welches Talent? Ja, schade, 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 schade. Ich glaube, das ist ja Talent halt, ne? Und nicht Stärke, Vitalität. Alter, guck mal, wie viel Geld Timothy hat, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Das brauchen wir aber auch, weil es alles teurer wird. Das brauche ich nicht. Wenn alle LP wiederhergestellt. Und ich könnte theoretisch noch weitergehen. Ja, machen wir so, ne? Warum? Was hast du denn für Dienste genommen? Ich habe das Leben wiederherstellen genommen. Dann, das ist teurer. Aber geht. Oh, wir können direkt als Gruppe betreten. Na dann. Gut. Ich würde noch mal ganz kurz einen Moment Pause machen und dann können wir den Dungeon gleich clearen, okay? Genau, wenn wir nicht sterben. Ich brauche 5 Minuten, ne? Bis gleich. Maximal 5 Minuten. Weil ich habe auch, ich muss auch gerade mal checken, aus irgendeinem Grund ist der Sound weg. Und die Connection ist gerade schlecht. Na gut, ich muss mal kurz neu durchlaufen lassen. Bis gleich. Gleich.
Paper Mode für rein normales Geld. So, da sind wir wieder. So. Eieieiei. Aber das ist schon krass von Twitch. Der fängt das auf, dass es ein bisschen leckt, ne? Macht aber daraus ein Delay, weißt du? Also das Delay wird immer ein bisschen größer im Stream, aber es läuft anscheinend flüssig. Na gut, Twitch ist ja eine große Nummer, also muss wahrscheinlich was auch gut können. Ja. Hätte ich aber nicht gedacht. So, soll ich uns erstmal physisch Schutz geben? Sicherlich, ne? Wie lange ist dann dein physischer Schutz auf ewig? Nee, zwei Runden. Zwei Runden. Meiner zum Beispiel hat, glaube ich, nur eine Runde oder so, ne? Ja. Ich bin übelst scheiße. Was? Ich bin übelst scheiße. Wie übel scheiße. Ja, du machst Gruppe, das für zwei Runden gilt. Ach Und ich so. hab und ich mach ein Ding für einen Typ, das nur eine Runde gilt. Das ist übelst scheiße. Ja, da musst du leider durch. Ich kann da ja auch nichts für. Das Buch muss weg. Also ich glaube, wenn ich, da würde ich eher sogar das magische Schwert nehmen, wenn es mal hier gibt. Na gut, wir gucken mal. Wir werden ja schon gleich noch was finden. Okay. Wir können Kno ich greife einen Knochenzauberer an mit magischem Widerstand oder ja den Ogre brutal. Den Oger. Ja. Ja, gut. 14 und 11. Ist Ey, gut. diese ganzen Immundinger sind einfach nur geil. Ich stehe drauf. Geht So. drauf, geht drauf. So, guck mal, und jetzt ist der Widerstand ist immer noch sehr hoch. Jetzt mal gucken, was er an Schaden macht. Ja. Geht. Aber ich sehe auch Ich gerade, hatte den richtigen angegriffen. wir sind aber auch drei Level über denen, ne? Drei Level? Ja, der Knochenzauberer ist drei Level. Ja. Oh, also, läuft gut. Mal hier erstmal. Boah. Oh, Assassinenumhang. Ich kenne jemanden, der sich das gerade erst gekauft hat. Nee, ich habe mir die Assassinenstiefel. Ah, ach so. Und die werde ich natürlich nehmen. Ich bin gar kein Magier mehr, ich bin ein Assassiner. Ein heilender zaubernder Assassine, genau. Okay, was ist das links? Ein Irrlicht. Und der ist ein Arschloch offensichtlich. Alter, was hat der denn alles? Ja. Ich würde die gern betäuben. Mann, die sind ja immun. Ach, ich bin so ein Bis Idiot. auf den einen. Ui, ui, Oh. ui. Mann. Also mache ich erstmal eine Gruppenheilung. Ja, ich bitte drum. Er macht Reflexionsschaden. Ich könnte den Irrlicht eventuell killen. Soll ich es mal ausprobieren? Ja. Jawohl. Okay. So.
Magst du Erdnussbutter? Früher ja, aber irgendwie nicht mehr. Ist nicht mehr so meins. Aber ich habe das früher echt gelöffelt, ey. Sehr schön. Also das ist mir einfach viel zu fettig und zu dick. Ich habe immer Ich noch glaube keinen auch eher Grund. die Puh. Ich habe immer noch keinen Grund dagegen gehört. Nur weil es so fettig und dick ist, schmeckt es geil oder was? Ja, das heißt ja nicht, dass es schlecht schmeckt. Oh, nee. Also ich habe fürs Kochen Hardcore Damage. Ja, unsere Rüstung ist ja auch runter, ne? Ist auch noch, oh, ja. Ja, aber ist ja nur vorübergehend, ne? Ausweichen wir Ausweichen, halt. ja, gut. Naja. Ja. Ah! Ja, ich habe was vorübergehend halt immer fürs Kochen, weil ich finde. Summon Slab. Ja, für eine Curry Reis, Gemüse Curry Reis Pfanne. Okay, jetzt benutzen. Ja. Ja, wieder so ein Irrlicht. Ja, aber ansonsten, oh, ich habe es. Kein Fokus mehr. Links und ne, betäuben lohnt sich schon wieder nicht. Ah, die sind jetzt langsam alle immun, ey. Ja, also größtenteils, ne? Du bist wohl auch langsam nutzlos. Ey. Aber Viren ist ja noch, ne? So, wie bitte? Wer ist hier nutzlos? Warte, ich guck dir gerade nicht zu. Ich nehme mir gerade die Stille mit Erdnussbutter. Du sollst angreifen. Ja, ich komm ja, ich setz mich ja gerade. So, was soll ich machen? Ach toll, ich bin ja halt schon fast tot. Weg. Nein, nicht auf. Mein Gott, Alter. Und nicht auf Miraculix. Oh, ein daneben gegangen. Mann. Stirb. Der muss jetzt sterben. Ich habe nämlich Angst wegen deinem Todes. In der Sekunde, wo ich es ausspreche. Warum musst du es aussprechen? Oh Mann, Alter. Willst du uns einmal heilen und dann greifen wir an, oder? Oder so. Weil jetzt kommt der Boss. Ich glaube, wir sollten uns davor nochmal heilen, oder? Na toll. Ich guck mal, habe ich hier Fokus noch? Für den Kampf visiert alle Gegner an, fügt 35, 100% auf Schock. Du hast ja noch irgendwelche Kristalle unten, ne? Ja, Da die noch verballer ich reinpacken. auch gleich alle. Ach, Kollege, dich kennen wir doch. Ja, rette mich, kennen wir schon, Blutdämon. Du bist ein A-Loch. Wertvolle Perle bringt ja gar nichts, die kann ich ja nur visiert Gruppe an. Ne?
Also da kann ich halt sozusagen immer Flächenschaden machen. Ja, Bringt also nee. gar nichts. Nee, nee, lass Ich das kann mal. halt mal Fokus machen, aber dass ich immer definitiv Schaden mache. So, was ich jetzt aber machen kann, ist nur für den Kampfvisier. Nein, das wollte ich nicht. Wo war es denn? Nur für den Kampf visiert alle Gegner. Ich hatte doch hier irgendwas mit Blitz. Stand doch hier eben gerade noch. Oh, oder hat das Mighty? Blutkugel hast du nur für den Kampf, Gruppenschaden, Gruppenangriffsschaden. Ja. Sturmkugel hast du nur für den Kampf, wir sehen deine Gegner an, fügt 25 direkten Schaden zu, 100% auf Schock. Genau, das wollte ich machen. Weil immun dagegen ist. Ach Gott. Ja, das mit den Immunitäten habe ich nach 38 Stunden immer noch nicht raus. Ich hab's gerafft. So. Himmel, Herrgott, noch eins. Der macht Flächenschaden, aber gut, ist noch nicht. Nee. Macht er gar nicht. Ich könnte ja auf Reflexion mal machen. Kannst du auch machen. Nice. Dann mache ich jetzt Rüstung erhöhen. Und jetzt verprügeln wir ihn, oder was? Okay. Ist der Reflexion macht sogar mehr Schaden als was ich angreife. Dann wäre, glaube ich, sinnvoll, wieder Reflexion zu machen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oder ich verpuffe. Ist nicht so schlimm. Wenn er jetzt Single Target macht, na okay. Okay, jetzt müssen wir ihn killen. Hilfst ihn. Gelächt. Na, Gladius. Nochmal aussetzen. Ja, genauso wie meins. Bloß, dass ich einen Waffen habe. Präzisionsstich. Geschwindigkeit plus 5. Ja, wir nehmen das einfach. Es hat ja Rüstungs. Umgeht Rüstung und Widerstand. Aber sowas von nehmen wir. Probieren wir mal aus. Und jetzt Mimik. Buch, 64. Questgegenstand, Ja. Miraculix, Plus 5 Glück, plus 5 Talent. ja, meine ich, habe ich ja ausweichen. Ja. Ja, Max Ja, auch mal Tickets. aus. Ja, mach mal Refokus. Das ist schön. Also nichts wirklich Bescheidenes. So, na dann. Geschlossen. Geht nach Hasta. Die fährt dort. Achso, ha nein. Achso, jetzt müssen wir aber wieder nach Hasta zurück. Ja. Wollen wir Über da hin? Kuvalkrüttel, ne? Ja, wir können erstmal laufen. Wir können auch noch ein bisschen hier den Felsengiganten oder so, dann noch. Okay. Ja, dann nehme ich aber das hier mit. Yes. Ah. Schönen Tag. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll, wenn man einen schönen Tag hat? So. Oh, danach gehe ich erstmal richtig schön shoppen, Alter. Mit Ich habe jetzt 64 gesammelte Wissen.
Aus so vielen, ach, das meinst du mit Schuppen. Haben wir was zum Heilen? Nee, ne? Nix. Gut, dann hau ihn mal bitte ordentlich Schaden jetzt rein. Kannst noch mal machen, wenn du möchtest. So, ich gehe mal auf Nummer sicher. Weil ich glaube, der macht ja nur physischen. Da gehe ich auch auf Nummer sicher. Warte ich mal nicht. Gut gemacht. 7. Ja, oh, guck mal, wie langsam der ist. Sollten wir wirklich einfach nur rauf. Entwaffnen. Oh, ich würde gerne Entwaffnen ausprobieren. Kriegst du eine fette Keule da? Weiß ich nicht. Machen wir 100% Entwaffnen. Ah, da ist, da heißt Entwaffnen, also die mit der Leiste, die wie Ja, ja, das ja, ist ja. cool. Cool. Das Gute ist, das ist ja auch nicht betäuben oder so, sondern wirklich direkt nach hinten schmeißen. Das ist was. Ja. Ach, wie nett. Eine Feuerlaute. Weißt du noch, So. damals, als wir uns über Lauten gefreut hätten? Jetzt willst du es aber wissen mit deinem Movement, wa? Kraut kauf ich, ne? Oh. Weil Smithy hat über 1500. Das gibt's ja auch nichts so weiter. Ja, nur 3 war so klar. Weiter. Hä? Rätsel gemacht. Keine Ahnung. Einfach unterhalten stand da. Dann hast du ein bisschen hier auf den Putz gehauen und dann hat jemand dir Geld gegeben, also hast gebettelt. Das. Dunkles Brechen, das ist für mich. Dunkles Becken. Das ist Vitalität. Okay. Das hätte ich zum Säubern. Hat Hast du Miraculix. was mit Cyber? Okay, gut. Ja. Oh, das ist der Hepsibor zum Flug. Mache ich erstmal Heile. Gehe ich auf den Markt. Habe ich schon die Drachenpfeife. Habe ich schon. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, ich kaufe mal so ein Bootsreparaturkit. Auch wenn wir wahrscheinlich dann fliegen, ne? Das, Oh Gott, königliche Platte, 16 Rüstung, 4 Widerstand und Stärke und Intelligenz ist aber genau gleich zu meiner, kostet aber 1000. was doch das Geld. Okay, du hast mich. So. Ich brauche nur irgendwas, nur einen Satz zu sagen, schon habe ich dich überzeugt. Ach, das ist schön. Ja, du bist einfach ein intelligenter So Mann. Was überzeugend, ja. soll ich denn da diskutieren, so? Dann kannst du noch das dunkle Becken machen. So. Und du hast doch sogar oben die gefährlichen Klippen auch noch. Meine Güte, Ja. was du alles machen kannst. So viel zu tun. So, warte mal ganz kurz. Du kriegst die Reinigungsschriftrolle. Geben wir es mal die. So. Machen wir so. Dann geht's mit die runter. Einmal tauchen. Einzug aussetzen. Cool.
Wer dann auch am langsamsten ist. Aber du hast Unterhalten, plus 12. 22. Hä, was ist denn hier los? Wieso spawnt hier auf einmal Geld? Ja, durch dein Schwert, Gladius. Der Gladius hat die passive Fähigkeit der Unterhaltung. Trainieren, 131 Geheimnisse, die seit Hunderten von Jahren. Jawohl, dann trainier mich. Oh, ich kann mir geil. Ich gebe mir plus Intelligenz. Plus 2, Alter. Hast du 93 oder hattest du schon immer verliert, dann 95? Ich weiß nicht, ob's. Ui! Nochmal ein Lehrer. Da wird's. Wie viel hat's gekostet bei dir? 131. Ja, wie gesagt, wirst du dann, gehst du dann nochmal hoch, ne? Ja. So, Smithy, und jetzt möchte ich gerne eine vernünftige Zahl sehen. Ach, Ja, weil er Scheiße. erstmal übersprungen. Gut, na Okay, gut. also mit Miracle gehst du erstmal hoch zum Lehrer. Ich gehe dann in die Stadt. Okay. Bin mal Trainieren. Mache ich wieder. gespannt an. Plus 2. Ja, ich glaube, die 95 ist. Weil es hat sich jetzt nicht gestiegen. Es Cap oder was? Ist wahrscheinlich Cap. Shit, ist aber nicht schlimm. Das wissen wir halt. Weil, dann kann ich ja einfach andere Items nehmen. Weil dann muss ich ja nicht auf Zauber gehen, sag ich mal. Nee, da kannst du dann andere Talenten verwenden, zum Beispiel eben halt Glück mehr auf mehr Crit oder irgendwas oder Pass auf, Vitalität. weil ich habe ja jetzt ja plus 3 Intelligenz minus 3 Stärke, ne? Ja. Ich könnte ja auch, warte mal, Intelligenz wegmachen. Dafür Gruppenwiderstand? Nee, ich. Okay, habe ich gerade nichts. Ist okay, ist okay. Ich hab's gerafft. Na gut, dann ist das jetzt Aber in. es ist erstmal schon mal interessant zu wissen. Genau. Ah, du hast Dämonenglut mitgebracht, wie ich es mir dachte. Damit lässt sich das Schlupfschiff hervorragend antreiben. Alles bereit zum Flug. Alter, okay. Das ist die letzte Schlacht. Guti, na dann. Auf deine Tapferkeit, du hast die Tapferkeit der Helden verloren, falsch eingeschätzt. Jetzt kommen die Mächtigsten unter uns, um dich zu besiegen. Genau, die halb tot. Na gut, halt nicht halb tot, aber ich habe ein Gänsekraut gegen den. Jawohl. Können wir uns. Ja, aber hast du. Fuck, wir müssten uns ja noch ein paar Kräuter kaufen, ne? Okay. Vielleicht möchtest du. Nee, mach mal weg. Das Stufe 10 auch. Kannst du nichts mehr kaufen? Nee. Scheiße. Was passiert, wenn du da in den Fluff in das Flugzeug einsteigst? Ich kann mir Kannst du denn damit über die Map fliegen? Also kannst du es selbst steuern? zwei Wege. Das ist wie so ein Boot. Ich kann halt erstmal alle einsammeln wahrscheinlich. Ne? Das ist Ja, mach mal. ermöglicht Flugreisen. Aber es gibt in den Dingsbums gibt es noch einen Wasserfolianten, der etwas stärker ist als ich. Als meins ist. Ja, nimm das doch. Oder kannst du es dir nicht leisten? Das ist 700 noch was. Sonst warten eine Runde. Ach, nee, sammel uns doch einfach ein. Du musst doch nicht losfliegen. Da sind wir doch eh bei dir. Und dann Ich gebe kann ich aber dir. nur. Ich kann aber nur den hier Miraculix holen. Dann sammel Miraculix ein. So, warte. Ach, der hat nur noch 11. Okay, hat sich erledigt. Kannst du das Ding jetzt steuern? Ich kann den steuern, ja. Ja, das ist doch Hammer. Dann können wir doch jetzt noch überall einkaufen. Wollen wir nicht unten hier noch das Ding holen, wenn das optional ist, die Begabte-Tempel? Können wir machen. Wir können den Steinhelden holen, wir können auch das Lager, das Banditenlager.
Alle Shop- und Servicepreise sind erhöht. Ein Spukhühler, okay. Ne, wir können auch nochmal die Kultgerät machen. Da können wir vielleicht noch einen Vitalitätsdingsbus holen. Ja. Na dann sammeln wir's mal die ein. Oh, das ist auf Glück. Da bin ich ja. Oder wie gesagt, jetzt holen wir noch meinen Folianten. Ne? Da habe ich mehr Angriffsschaden und ich mache halt nicht. Mal, ich will Also, wie jetzt gesagt, mal. halt, was. Ja, warte mal ganz kurz. Ich will das mal ausprobieren. Ab in die Stadt. Hä? Da können wir nicht landen? Landen? Guck mal, wir könnten direkt daneben und in den Markt und uns Dinge kaufen. Okay, gut, okay. Starten. Schön! Dann lass uns erst das Banditenlager machen, dann zum Kultgerät. Erst, wie gesagt, gib mir erstmal bitte nochmal den Folianten. Also den großen Wasserfolianten, der mache ich wenigstens Schaden auch. Wo war der? Der ist bei Hasta. Okay. Das ist wieder Fragezeichen. Okay. Wie hast du gesagt, kannst du landen? Einfach Hier, draufklicken. Warte. landen, okay. Gibst du Dann. mir Geld? Ja, wie viel brauchst du? Warte mal, wie viel waren das? Etwas über 700. Ja. Du hast die. Ach so. Na, dann machen wir alle. Alle geben. So. Er macht nämlich 6 Schaden mehr, dann hat er Wasserexplosion, Regensturm, Gruppenreinigung. Gruppenberuhigung, okay. Okay. So. So, wenn du willst, kannst du halt noch das Klettern gehen auch, einen Gegenstand holen. Sammelst mich ein. Na, 59%ige Chance. Scheiße, ja, ich hab nix. Warte. Oh. 100%ige Chance. Ja, nimm wir Okay, was doch. kriegst du? Ah, Höhenpilz. Verzerrt den Tod und abzulandern. So, dann gehe ich mal auf Gruppe abholen. Jawohl, und dann legen wir los. Fangen wir beim Kultgerät an. Ja. Wir haben ein Luftschiff. Wir haben ein fucking Luftschiff. Was jetzt natürlich auch ist, wir können ja überall jetzt hinfliegen und alles noch erledigen. Da kannst du zum Beispiel noch die Heiligtum der Reinheit unten holen. Was hast du denn los? Katakomben. Katakomben Grund 7. Komm, die nehmen wir mit. Kann ich da einfach rauffliegen? Ja. Nee. So. So, landen. So. Jetzt Gruppe betreten. Jawohl. So gefällt mir das doch. Das Gewicht. Ich bin Assassine. Du kannst mir nichts mehr. So, was heißt, ich kann jetzt Wasserexplosion und alles. Ich kann Gruppenreinigung,
Meinung. Ich weiß nicht, ob das kurieren, ob das dann dementsprechend auch heilt. Was denn, das ist so ein Krankheitssymbol. Na, kurieren ist wahrscheinlich Statusveränderung wiederherstellen. Also blind und sowas, weißt du? Blind, Könnte man dann auch mal vergiftet. ausprobieren, halt. Ja. Also, wenn es vielleicht nur noch ein Mops da ist und du kannst ihn erledigen, dann ja. Dann mache ich. Und der ist der feuchte Assassiner. Ja, jetzt mache ich auch Safe Damage, weißt du? Das ist echt nicht ohne. Machst du 18? jetzt Safe Damage? Vorneweg hast du nicht Safe Damage gemacht. Nee, also wirklich, ich hab nur zwei Würfelproben. Ach so, ja Auf dann. Stärke, weißt Durch den Gladius oder was? du? Ja. So, dann probier ich es mal aus. Aber hat ja keiner was, oder? Na, mach. Ah. Verbufft. Und wollte mal alles probieren, ob es wirklich so klappt, das ist dann. Oh, lol. Gerade noch drüber geschnackt, Alter. Das ist echt. Ich darf einfach nichts mehr sagen. Ich muss die ganze Zeit eigentlich stumm im Stream sitzen. Dann funktioniert es in-game. Aber ansonsten nicht. Jetzt brauchen wir gar kein Gold mehr. Aber Level 11, bevor wir zum Boss gehen, wäre schon geil, ne? Was? Wehrhai. Wieso machst du denn Wasser auf dem Wehrhai? Oh, schon wieder nur so wenig Schaden. Jetzt kannst du kurieren theoretisch ausprobieren, aber. Oh oh. Okay, das war Glück. Geh mal bitte down. Danke. Das ist nicht schlecht. So, jetzt kommt unser wundervoller Miraculix. Peng. 17. Und du bist Okay. entzaubert. Ich probiere. Hey, du hast aber auch einen Lack, Alter. Das Okay, ist. weiter ausprobieren, ob ich jetzt dadurch heile. Ja, das Glück ist dir echt nicht hold, ey. Teleporter. Oh, das ist doch nicht schlecht. Wollen wir weitermachen? Ja, komm. Ich glaube, ich habe eine Identifikationsrolle. Hat irgendwer eine? Nee, ne? Warte mal, hab ich noch. Oh, es war so klar. Ich glaube, ich Hui! hatte eine auch. Der ist Level fucking 12, Alter. Ich glaube, ich hätte nur wohl das Kraut, das ich gerade eingesammelt habe. Ja, dann mach das mal.
Ich erhöhe mal die Rüstung sicherheitshalber. Ja, ich glaube, das war gut. Dann würde ich dich gerne einmal entwaffnen. So, kannst raufhauen. Das ist echt ein Scherz, Mann. So. Ach, verdammt, ich habe ja auch noch Rüstung ignorieren. Los, kill ihn. Ist 23. Mal nochmal die Rüstung hoch. Huch. Auch von nicht. Von absolut gar nichts. Das war auch ein Hauch von nichts. Definitiv. Ah, okay. Der legt das nicht zurück. Der macht wirklich seine komplette nächste Runde hinfällig. Jetzt hast du eine Grube gemacht? Hä? Ja, habe ich mich verdrückt. Das war keine Absicht. Also wenn du das immer machst, dann wird er ja nie drankommen, oder? Ja, aber irgendwann geht's ja daneben. Kannst du noch mal machen. Ja, siehst du, jetzt ist er dran. Ja, aber immerhin sind wir zweimal jetzt noch dran, ha? Ja, Wenn wir treffen würden. du müsstest dich bloß irgendwann mal dazu entscheiden, Schaden zu machen. Ah, gerade jetzt ist auch die Rüstung wieder runter. Ärgerlich. Ach, ich hab schon. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich das ignorieren kann. Also, dass ich einen Angriff habe, womit ich seine gegnerische Rüstung Mal sehen, ignorieren kann. Schaden. So. Narrengewand. Guck mal, das könnte ich jetzt zum Beispiel ausrüsten. Dann habe ich plus 5 Glück. Aber der Das ist Widerstand, doch nett. ja, aber es hilft nicht. Weißt du, weil der Widerstand dafür ist zu gering. Na gut. Ich verrost. Die eine Gruppenrüstung machen wir weg. Plus eins, dann mache ich auch mehr Gift. Ja. Ja, die Gruppenausrüstung, die kriege ich ja eh easy mit Miraculix, Ja, plus eins, das ist ja gar nichts. und viele Bücher. Ah, manchmal mal auf Aussätze, ne? Ich weiß zwar nicht, warum du das haben solltest, aber. Lol. Macht mehr Nämlich, Schaden. ja, nee, macht genauso viel Schaden, aber höhere Crit-Chance. Ja, und gegen Untote. Wahrscheinlich kämpfen wir im Dingsbums gegen Untote Ja. irgendwie, ne? Oh, wow, jetzt. Ui! Na, das könnte ich direkt nehmen. Na dann, nimm es direkt. Nee, weißt du Ist was? seltener. Willst du das haben? Ich habe ausweichen. Ja, sonst machen wir noch mal einmal weitergeben. Ja, glaube ich ja. Ich habe 9 Rüstungen, 9 Widerstand, 10 Ausweichen, 5 Wahrnehmungen. Ja. Was? Dann gehen mir natürlich 5 Stärke flöten, ne? Nee, komm, ich behalte sie aber erstmal. Vielleicht können wir sie ja nehmen, wenn's sich's anbietet, wenn's sinnvoller ist. Also Katakomben war nicht schlecht. Ja. Dann jetzt Banditenlager? Oder erstmal Banditenlager. Kultgerät?
Banditen. Und Ach, das ist eine Geisel. Ah. Okay. Okay, die werden physisch nicht mögen. Dann los, greif mich an. Diese Habauken nennen mich nicht wegen meiner vornehmen Manieren ihren König. Ich meine, die werden Magie nicht mögen. Das heißt, ich mache erstmal verspotten so schnell wie ich kann und mache die Rüstung hoch. Jut. Du kannst machen, was immer du möchtest. Fühl dich frei. Ich mach die nass. So, Freundinnen, ihr wisst, wo euer Ziel ist. Ja. Blockt. Geblockt. Und jetzt können wir richtig schön Schaden raushauen. Wollen wir erstmal den linken platt machen, dann den rechten und dann den in der Mitte? Du müsstest ihn aber auch schon treffen wollen, ne? Nee, ich will den nicht. Das ist mein naher Verwandter. Ich kann den nicht wehtun. Das ist kein Schleim. Das kannst du mir nicht erzählen. Sieht er nicht aus wie ein Schleim? Ne. Ja, da waren andere Schleime schleimiger, ne? Ja. Also was du mir schon wieder als Verwandtschaft verkaufen willst, das kaufe ich dir einfach nicht ab. Ja. Ich mach mal so. Mal wieder Rüstung, Alter. Ja, pf, was will der sonst machen? Und jetzt hauen wir ihn einfach weg. Jetzt ist dann das. Und gefroren. Jetzt hab So, mein. ich kann nämlich auch Rüstung ignorieren. Soll ich machen? Ja, klar. Jetzt haben wir so viel Verteidigung. Guck mal, das blocken wir alles einfach weg. Okay, halt doch nicht. Das wäre jetzt auch mal, das wäre mal auch geil, wenn es hier einen Zauber geben würde, der auch heilen könnte und nicht nur einfach übers Kraut. Schadenreflexion, körperlicher Schaden, maximale Gesundheit. Ich glaube, das gebe ich Miraculix. Nee. Maximal. Du Aber kriegst aber plus deine 6. Immunitäten. Ja. 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 Nee. Ah, würde ich so gerne, aber diese. Aber wie du schon richtig gesagt hast, die Immunitäten sind einfach zu krass. Oder du nimmst dir den Schädel und Miraculix bekommt halt die Immunitäten. Ich weiß Nee, das funktioniert so nicht. nicht. Na gut. Dann machen wir dann halt zum Kultgerät. Auf zum Kult. Dann bitte einmal landen. Ach so, muss ich das machen? Ich lass dich Hab das lieber bessere machen. Werte. Ein bessere Werte. Hast du noch was? Ja, du könntest das Fokus machen, weißt Erstmal das. Das, war, was war das? Die Ka Geschwindigkeit. Kann ich ja, die ja. Geschwindigkeit noch irgendwie erhöhen? Ja, aber es reicht, wenn du zweimal Fokus, glaube ich. Ach ja, ich kann ja auch einen Fokus nutzen.
Solltest du schon, wenn jetzt nochmal, guck mal, 86%. Dafür muss ich um. Ja, wir nehmen Leben, ne? Also ein Leben. Ja. Okay, gut. Machen wir jetzt unten den Dungeon noch. Oder Kann direkt das rüber sein? ist die Frage. Das Ding ist, wir haben eigentlich zu wenig Heilung, glaube ich. Ich weiß aber nicht, wo wir neue Heilung herkriegen sollten. Auch nicht. Aber wenn er sagt, da gibt es Sachen, die für den Boss vielleicht hilfreich sein könnten. Wir haben aber keine Heilung mehr. Die sind aber hilfreich. Gibt's bei den Nachtjahrmarkt irgendwie Heilung? Ja. Wir haben ja gleich Nacht. Ja, ist gute Idee. Ist gute Idee. Fliegen rüber. Warten also bis Nacht ist und dann geht's. Holen wir dann. Ist jetzt Nacht? Nein. Ich glaube, wir haben auch gar keinen Zeitdruck, oder? Läuft in 56. Immer noch nicht, ne? Ach nee, ich muss ja landen. Und das schließt ja Ja, aber kurz es ist, glaube vor. ich, immer noch nicht Nacht, oder? Wann ist es? Wenn alle drei durch sind, dann hier entspricht eine Zeitleiste? Genau. Ja, also nach Miraculix ist dann Nacht. Gut. Wir heilen uns hier so damit ja auch, wenn wir warten. So. Waren anschauen. Nee, da gibt's gar keinen Gegenstand. Gar nichts mehr. Nee, gar nichts zum Heilen. Scheiße. Da gibt's aber die Chaosklinge. Elementar. Brennimmunität, Schockimmunität, Gefrierimmunität. Stahlkette. Königlicher Banner. Schaden gegen Fliegen. Polly, der Papagei. Gruppenwiderstand, Dietrich. Trink diesen mysteriösen Gebräu und dein Angriffsschaden erhöht sich vorübergehend um 25. Aber was ich dann halt nehme, wir brauchen ja kein, obwohl Glück ist ja. Was heißt Glück? Glück beeinflusst das Glücksspiel und Herausforderungen, bei denen kein Fokus eingesetzt werden kann. Also das, wenn du ja ganz normal nützt, das dann auch trifft, also dass du perfekt bekommst. Weißt du, was ich hier glaube? Ich glaube, wenn wir jetzt rüberfliegen nach Harazuel, Ja. dann öffnet sich erstmal eine neue Map. Denkst du? Ja. Weil da steht ein gefährlicher Abstieg in die Unterwelt. Okay, probieren wir es aus. Wenn es halt doch nicht klappen sollte und der Run verliert, dann Haben wir genug Punkte auf jeden Fall. haben wir auch genügend Ein Erfahrung. Brunnen. Weißt du, war noch eine Seehöhle da daneben? Aber egal. Was ist der Lass Brunnen des Lebens? nee, lass mal rüberfliegen jetzt. Ist ein Laufdingens. Ja, aber das ist ja auch heil. Ach so, nee, da. Ach komm, wir fliegen jetzt rüber. Komm. Was soll das jetzt hier? Du willst das Ende sehen. Ja, weil das Ding ist, wir haben es jetzt 21.15 Uhr und du willst ja nicht so lange machen, weißt du? Weil wenn wir jetzt wirklich zum Ende kommen, Spätestens halb, ja. genau, und wenn wir Halb zehn, jetzt glaube zum ich. Ende nicht kommen, fuck,
dann weiß ich nicht, ob wir da jemals hinkommen. Muss ich jetzt noch ein? Oh, ein Zug muss ich noch machen. Aber ehrlich gesagt, heilen ist ja wichtig. Also wir brauchen echt jemanden, der mal heilt, ne? Ja. Okay, ich habe mich geirrt. Höhlenwächterin von Azrael. Eindringen wir, aber wie? Werdet es bereuen, hergekommen zu sein? Die sind Stufe 9 und 10. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genügend ausweichen, ja. Ja, komm. Ich will den rechts. Oh, Junge. Bei 90%, Alter, verpufft er. Perfekt, ey. Also halt in der Mitte an, ne? Das Ding ist, Genau. jeder meiner Schläge ist durchbohrend jetzt. Fast aus dem Gelände gekickt. Also das heißt ja eigentlich, wenn er nass ist, Immunität, dann heißt es, du kannst ihn zum Beispiel auch, wenn ich jetzt den Hochwächter mache, da kannst du die Blutung, Schock oder beziehungsweise Benommung geben, ne? Ja, ich glaube ja. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Man muss es bloß schaffen. Oh, wow, Alter. Also muss man absprechen halt, ne? Wenn jetzt zum Beispiel, du sagst, ich will jetzt versuchen, nächsten Zug, kannst du den Binde hier nass machen und dann sagst du, ja, funktioniert denn ja. Okay. Das ist gar nicht mal nass, gar nicht mal so schlecht. Alles ist gar nicht so schlecht. Nee, auf gar keinen Fall. So. So. Boah. Ach, komm schon, du Blödmann. Ja, der haut natürlich auch voll den Schaden raus für. Mit den wenigsten magischen Widerstand, Widerstand. ja. Ich glaube, das hat er sich schon vorher gedacht. Das war seine Absicht. Wow. Fuck this shit, Alter. Die Die hätte ich sieht gerne. nice aus. Die sieht nice aus. Oh, Diggi. Ab in die Schlacht. Oh, es geht Gruppenheilung, runter. ja. Ja, geht runter. Na dann. Bereit oder was ist noch mal? Ja, vielleicht weiß ich nicht. Können wir noch mal Fokus oder so machen? Nee, ne? Na gut. Eiswiedergänge. Chaos, es ist alles. Selbst Farul ist nur ein Ausdruck der unzähligen Formen des Chaos. Dreiundvierzig, Alter. Ja. Witzig. Was? Mir hat gerade einer was in den Chat geschrieben. Wanna buy famous? Wanna become famous by followers, primes, viewers on follows.co. So hat ein Bot.
Wir haben echt ein in zwei Zügen weggekriegt, ne? Nice. Wow, das Ich war bin krass. nur am Ausweichen. Das Ausweichen ist auch nicht schlecht, ne? Das Ja. ist, das wirkt auch physisch, aber auch auf magisch. Ich probiere mal was aus. Nice. Komm. Geh lieber auf Nummer sicher. Ja, ist doch richtig. Ja, ich muss auch auf Nummer sicher gehen, dann kriege ich ihn weg. Weg ist weg. Na, 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 na. Ach, Ist egal. Widerstand. Ist mir völlig egal. Rüstung durchbringen hast du bestimmt, ne? Ja, Rüstung ignorieren habe ich. Ich könnte ihn aber auch wieder zurücksetzen. Nee, mach Schaden. Hat nicht geklappt. Alter, wir haben keine Scheiße. Heilung. So eine Scheiße. Jetzt mach ihn nass. Jawohl, jetzt kannst du den Schaden wieder frosten. Ich könnte ihn Das sogar sieht man auch betäuben. sogar bei der Ja, Leiste, die die sind dann verschwindet. weg. Ich könnte ihn auch betäuben. Oder betäuben. 75% Chance. Pro Slot. Fünf Slots. Betäuben. Na, 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 na. Er hat nicht geklappt. Oh, das war einmal schön Damage, den wir jetzt verkackt haben. 43, Alter. Wir müssen ihn jetzt down kriegen, Alter. Also Promille-Sibylle und Smithy können wir ja wiederbeleben. Okay. Du kannst zwei wiederbeleben. Oh, bitte, 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 bitte. Jawohl, komm schon. Erhöhten Schaden. 30, komm. Jawohl. Heidewitzka. Drachenhelm. Könnte ich Miraculix geben, weil ich brauche ja die 5 Intelligenz nicht mehr. Ja, immer noch bei 95. Und ich habe jetzt deutlich mehr physischen Verteidigung. Ja, gut. Bereit, ne? Heilen können wir uns eh nicht. Nee, ich glaube, jetzt kommt es zur Post, ne? 2 von 2. Nee. Na doch nicht, 3 von 1, hä? Ja, das war jetzt erst der Eiswiedergänge, jetzt kommt der Feuerwiedergänge. Ich glaube, das ist so ein Ding des Todes. Boah. Ja, das, Also hat den Donnerwiedergänger und also. Genau. Wenn du da die, eigentlich nicht Level 13 bist, da hast du auch gar keine Chance. Na doch, ich glaube, wir hätten uns mehr Heilung uns holen müssen. Aber machen wir erstmal So weiter. ist. Und wir und die Gruppe eben ein bisschen besser durchmixen, weißt du? Ey, Ja. aber so wie wir jetzt gespielt haben, die Runden bin ich völlig cool mit. Das hat Spaß gemacht und Klingt ja so, als würden wir schon, wenn wir schon nee, verloren nee, haben. ja, aber also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir die noch besiegt kriegen. Aber also ich gebe jetzt natürlich alles, aber mir hat der Run jetzt schon super viel Spaß gemacht. Was sind das? Könnte alle gefrieren. Ey, 95% Chance. 95% Chance. Das ist ja wohl ein Tja, fucking. das ist deswegen halt die 5 kannst du nicht auf 100%, weil das ist wie bei Pen and Paper, du hast immer eine Chance, eben halt nicht. Ja. Ausweichen, ich weiche allem aus. Ja, ausweichen ist ein krasser Skill.
Geschwindigkeit, ne? Nee, ja, Geschwindigkeit ausweichen, ja. Teufelunglück. Und ich habe halt doch das Kraut genommen, das plus 25 Ausweichen enthält für den Kampf. Ja. Aber ich bin immer nur bei 95%, bei 95, ne? Das heißt, ich kann immer noch mit 5%igen Chance, dass ich getroffen werde. Oh, Oh. Scheiße! Ja, komm. Das war's, ja. Ausgewichen! Wie viele Pfeile er schon in der Brust hat, aber er kämpft trotzdem weiter. Ich bin stolz auf meine Truppe. Ja, der hätte wenigstens noch irgendein schöneres Screen kommen können oder so. 76. Krass, 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 krass. Krass. Oh, guck mal, bei Waffen kann ich auch coolen Shit unten freischalten. Legendäre Waffen, ne? Sonst kannst du ja mal im Stream gucken, was ich freischalten soll. Für die nächste Runde, weißt Ich kann ja auch mal selber auch gucken hier. Was hast also unten, was hast denn? Du hast genau. Charakteranpassung. Also erstmal. Alternative Skins. Das ist Ja, das Quatsch. ist Quatsch. Ich lasse erstmal Charaktere machen. Wir haben jetzt Ja. die Herbalistin, die hattest du. Die Ja, ich habe brauchen wir alle nicht. nicht. Die Ich habe brauchen wir alle nicht. freigeschalten. So. Also für mich habe ich alle freigeschalten. Für dich ist es ja egal, weil es ja dein Dingsbums ist. Ja. Das Ding ist bloß, ich weiß nicht, wie wir die anderen Charaktere freischalten. Wie gesagt, das andere steht hier verschlossen, dieser Inhalt durch den Erwerb des DLCs. Das andere ist halt verschlossen, wahrscheinlich, wenn du vielleicht den Run mal geschafft hast. Vielleicht kann man auf Steam da was zu runterladen. Das. Wahrscheinlich, ne? Also das, was du gesagt hast, wahrscheinlich, wenn man den Run das erste Mal abschließt. So, und ansonsten die Art hier, was an Gegenstände ist, würde ich halt das freischalten, was zum Beispiel Artefakte oder Seltenes sind. Gewöhnliche würde ich gar nicht halt, weil wir wollten ja dann irgendwann, würden dann irgendwann mal auf seltene Waffen gehen. Ja. Ah, guck Ja, mal, man das kann war's. sich kosmetisch was runterladen. Dann eine Erweiterung. Und das war's dann auch schon. Ja. Ja. Ja, nee, das Oder sind. halt Mini-Begegnungen, ne? Ja, Sag mal, bin ich auch für. hast du zum Beispiel Lehrer, hast du den freigeschalten? Ja. Hast du, okay. Guck mal, ich habe hier auch noch den Wanderheiler. Den kann ich freischalten für 6. Die Pfeifenschmiede bittet sowohl Schnäppchen als auch Vorteile, wenn man Pfeifen-Upgrades sucht. Das wäre zum Beispiel gar nicht schlecht, aber gut, das ist jetzt nicht so notwendig, wenn wir Haufen Gold haben, wie jetzt am Ende, wo wir alles leisten können, Ja, dann. aber guck mal, ich habe hier auch noch die Ureiche. Eine Ureiche hat umfassende heilende Eigenschaften und wird daher von jedem Abenteurer gern gesehen. Also ich kaufe jetzt den Wanderheiler und die Ureiche. Ureiche, natürlich die Meerjungfrau ist auch gar nicht schlecht. Ein gutes Omen auf die See. Meerjungfrauen sind bekannt für die Heilfähigkeit und können die Kratzergruppe auch vollständig heilen, wenn wir dann halt auf See halt unterwegs sind. Ja, die kostet aber 9. Und so lang ist man ja nicht auf See unterwegs, ne? Aber es gibt auch gratis DLCs. Ja, aber nur optischer Natur, ne? Aber trotzdem würde ich trotzdem runterladen, halt für mich auch. Oh, guck mal, bei Standorten gibt's den Logbecken. Erlaubt der Gruppe schnell an vorherigen Zielstandort zu reisen. Das ist auch nicht schlecht. Leuchtturm. Deckt bei Gebrauch alle 6 Elfen in einen großen Umkreis auf.
Das Entzünden der Aber Laternen. die Krakenschütze ist auch gar nicht so schlecht, ne? Ja, aber die hat uns ja mehr. Warte mal. Wow. Held aus Bronze. Eine Steinstatue in Farul wird stattdessen aus Bronze gemacht. Danach wird deine gesamte Truppe zusätzlich EP gewährt. Das heißt, wenn du jetzt so eine Statue, die halt einen Fokus macht und für dich 100 EP macht, das für die gesamte Ja, Gruppe. das nehme ich auch direkt. So. Dunkler Jahrmarkt bieten eine mögliche Auswahl an hochriskanten Spielen. Ist jetzt die Frage. Diese Spielbuden und so, die will ich eigentlich alle gar nicht. Also als nächstes will ich auf jeden Fall eine Fallenstellerin. Aber die habe ich ja schon freigeschaltet. Willst du spielen, oder Ja, was? würde ich gerne. Da würde ich dann den Holzfäller zum Beispiel halt mal nehmen. Ja, außer Crispy Chicken ist dabei. Was wollte der denn spielen? Da wollte, glaube ich, Barbar spielen, Holzfäller. Da gut, da kann ich auch die Straßenmusikanten nehmen. Dann haben wir keinen Mage, ne? Der Straßenmusikant ist Mage. Ja? Er macht aber auf Talent. Talent und Glück, glaube ich dann. Okay. Der Fallenstellerin ist ja dann wahrscheinlich mehr so dann die Wahrnehmung, das Auge und Ja, vielleicht dann hier die Geschwindigkeit. aber was hat die denn? Na, mehr das Auge, also die löst Fallen aus und kann Fallen stellen vielleicht dann. Ja, das ist jetzt Also die zum F Beispiel Hinterhalt. Wenn du Hinterhalt machst, dann wird es Ja. eher Ja, glücklich. das ist ja klar, aber die Frage ist, was sie zum Beispiel als Waffe braucht. Die würde ich nämlich Und gerne wahrscheinlich auch freischalten. eher Bogen nehmen. Bogen oder dann den Speer. Auge, Alles, sagst was du. halt, alles, was Auge hat. Mach gleich Auge hier. Soll ich sonst? Alter Schwede. Dann würde ich. Holzfäller, das ist Zweihand, ne? Beihand, Wahrscheinlich. Schild, denke ich mal. Ja, Schild glaube ich eher weniger. Macht nicht eine Stärke schön. Seine selbst lieblosen Objekte können ihn nicht aufhalten, dass sich deine Axt ebenso einfach in Holz und Stein wurde wie Fleisch und Knochen. Wahrscheinlich würde er mehr auf Stärke gehen als Vitalität, also so mehr Damage-Dealer als dann halt Tank und so. Ja, dann würde ich den königlichen Hammer einmal kaufen. Als Waffe. Ist aber nur eine gewöhnliche Waffe. Ja, aber guck mal, die macht 38. Ah, Ich ja, würde aber. da wie gesagt seltene oder Artefakte nehmen, ne? Dann Die die halt nicht. gewöhnliche, dann lieber die königliche Klinge oder was? Ja, die Klinge, wo steht denn die? Die ist neben den Achso, ja, Einhorn. Metallklinge. Ah ja, ja, eher, das ist. Deswegen, guck mal, ein Schaden weniger. Hat aber Zermalm mit Schlitzer 3. Nee, das ist oben. Ja, Ja, gut. die nehmen wir. Pass auf, die nehmen wir auch. Alter, die königliche Krone. Plus 2 Gruppenwiderstand, plus 2 Rüstungswiderstand, plus 4 Gruppen ausweichen. Ja, Verängstigung, Fertigkeit, Ermutigung, Inspiration, ja. Ich könnte ja auch. Pass auf. Ich schalte frei die königliche Klinge, dann oben rechts Zeus Klinge und Ignis von Husar. Also Schild. Einhandschwert und Zweihandschwert. Dann kann man notfalls immer noch switchen, weißt du? Ja. So, so und so. Dann habe ich jetzt noch 27. Fallenstelle, haben wir gesagt, ist wahrscheinlich Wahrnehmung, ne? Ja, war der königliche Bogen zum Beispiel das Auge. Genau, dann nehme ich den königlichen Bogen. Ne? Du willst den Laute, dann nehme ich die königliche Laute.
Ich kann jetzt ich kann den Musikanten nicht, ich kann auch, ja genau, den Holzfäller würde, wenn jetzt Crispy Chicken mitmachen würde. Ja. Ich weiß ja nicht, ob er dann dabei ist, ob er Ja, dann wiederkommt, ne? aber es geht Ansonsten jetzt. würde ich dann die königliche Laute dann hören. Ja, dann machen wir mal die königliche Laute. Dann habe ich noch drei. Damit kann ich eh nichts machen, großartig. Ich würde mir auch keinen Charakter jetzt kaufen, weil ich will ja den Fallensteller spielen. Und ansonsten spiele ich wieder Magier. Und Also siehst lieber. du was, du kannst jetzt mit drei, kannst du entweder jetzt zum Beispiel noch die seltene Rasiermesser nehmen oder dann Balians Umarmung als Dolch neben den Koboldhelm. Ja. Okay, pass auf. Erstmal die königliche Laute habe ich jetzt gekauft. Dann kaufe ich die Balins Umarmung. Für zwei. Und die Flinkenschuhe mache ich wahrscheinlich auch, ja. Ah, nö, ich kaufe mir was Kosmetisches. Nö, zum Schluss was Schönes für mich. Ach, das kostet Ja, alles so. mehr als eins. Scheiße. Oh nee, die Masken sind hässlich. Nee, das ist alles hässlich. Dann war's das. Aber war eine tolle Runde. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Jo. Ja, ich glaube, Was machst du mit der restlichen Zeit? Gehst du jetzt ins Bett? Nö. Ich spiele jetzt noch eine Runde Vampire Survivor. Werde ich auch machen. Aber Ah. ich pausiere erstmal einen Moment und dann, genau, geht's dann gleich weiter. So, aber hat Spaß gemacht und dann, ja, wenn du wieder Bock und Zeit hast, dann morgen vielleicht, ne? Ja. Genau. Juti, na dann, bis dann. Dann kannst du ja den Stream ja beenden und kannst ja noch Discord bleiben, wenn du willst. Warte, achso, warte mal. So, achso, nee, ich wollte jetzt Vampire Survivor spielen. Aber ich kann. Ach nee, ich kann jetzt nicht so umschalten, dass wir noch eine Runde schnacken können. Man hört dich immer. Ja, wenn du den Stream beendest. Nee. Ja, achso, kurzzeitig. Ach Ja. so, ach so, stimmt, du willst ja weiter streamen, ja, gut. Ja. So. Gut, dann mache ich. Oder willst du noch mit mir quatschen? Dann mache ich den Stream kurz aus. Nö. Achso, okay, ich dachte, jetzt ist noch irgendwas. Nö. So. Na gut. Aber wenn was ist, wir können ja dann schreiben auch noch, ne? Ja, genau. Alles klar. Aber ich muss es nochmal sagen, wirklich, weil es ist nicht selbstverständlich. Es macht mir sehr viel Spaß, mit dir zu spielen. Und das ist Das ist wirklich schön. cool. Das ist wirklich cool. Danke, danke. Ne? Na gut. Dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Und wir, werte Damen und Herren, gehen in eine kurze Pause.
Ich finde diese Musik ja so überragend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie überragend ich diese Musik einfach finde. Na gut. Aber wir gucken mal rein, was es jetzt Neues gibt in der Welt von Vampire Survivors. So viel habe ich jetzt gar nicht unlocked. Was könnten wir denn machen? Defeat the Stuttgart in the Daily. Okay. Nicht so interessant. Defeat the Total Milk. Defeat with Milk Elements. Okay, das passiert einfach. Shrimps passiert auch einfach. Collections. Find the Coffin in the Inveld Library. Find the Coffin in the Mad Forest. Also, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Charaktere zum Freischalten, so wie es scheint. Mal gucken. Mal gucken, was da jetzt geht. Also in Late Library und in Mad Forest haben wir jetzt einen Coffin. Womit wollen wir spielen? Alter, hier ist ja richtig, hier ist ja noch Platz. Hier ist ja auf einmal richtig Platz. Wo, wie habe ich eigentlich die Power-Ups? Ach ja, ich wollte ja die Großmeister-Challenge mal machen. Ja, das war nicht so. Hat nicht so ganz geklappt. Also, wir nehmen auf jeden Fall rein. Den. Die nehmen wir alle rein. Speed. Health. Damage. Definitiv. Luck möchte ich auch so viel haben, wie es geht. Magnet. Smooth Speed brauchen wir nicht so doll. Recovery vielleicht einmal. Armor vielleicht. Nee, das ist mir zu teuer. Growth können wir gar nicht. Doch, so. Ha! Das sieht doch halbwegs vernünftig aus. Revival brauchen wir auch nicht. Na dann. Erstmal back. Mit wem spielen wir dann? Mit wem spielen wir denn jetzt? Wir haben bisher noch nicht mit so vielen uns ins. Hab ich mit Dumaro schon mal irgendwie viel gespielt? Eigentlich noch nicht. Dumario. Möchtest du mit mir an meiner Seite kämpfen? Dann machen wir das. So, hier haben wir jetzt einen Coffin, also. Dann gucken wir mal, ob wir den kriegen. Haben wir Hype? Alter Schwede, ist ja richtig viel jetzt. Not discovered yet. Not discovered yet. Oh, ich habe noch nicht mal das durchgespielt. Na komm, wir machen erstmal den. Machen wir gleich Hype? Ja, wir machen gleich Hype. Was soll der Geiz? So, halt. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Krass. Danke. So. Oh Gott, der ist ja ultra langsam. Dann nehmen wir Ebony. Das ist ja alles eher semi-geil. Okay. Ich kann mal gucken, auf der Map ist der Coffin ganz rechts, also. Dann die Peaches. Ah, nice. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen rundum Damage. Ich glaube, das war keine gute Idee, mit dem Vater anzutreten. Oh Gott, ist der langsam. Machen wir King Bible.
ist das für den Moment auf jeden Fall nicht schlecht. Garlic. Garlic, Garlic, Garlic. So. Machen wir jetzt hier mal einen auf Rundumschaden, wa? So. Habe ich wenigstens ein bisschen was. Okay. Dann mache ich Garlic. Ich weiß gar nicht, warum ich Song of Mana eingesammelt habe. So, glaube ich, ist das ganz cool. Ah! Erstmal dran gewöhnen. Ich habe dieses Spiel noch nie mit Tastatur gespielt. So. Aber das wird. Dann nehme ich mal Pumarola. Vielleicht ist der Anfangsschaden, den wir gekriegt haben, kann ich dann vielleicht noch ein bisschen ausgleichen. Ja, aber den Koffer, den kann ich mir erst holen, wenn ich hier halbwegs safe durchkomme. Dann die Spellbinder. So. Alles gar nicht komplett übel, aber jetzt auch nicht so krass. So. So, geh ich durch. Ich kann ja fast richtig durchgehen durch die Gegner. Ja, die Scroll of Mana war Quatsch. Peach. Aber ist okay. Ist okay. Oh. Oh ja. King Bible. Wie lang ist denn das Feuer, bitte? Haben sie das hochgepatcht? Das war doch eine Zeit lang nur mega kurz gefühlt. Aber okay. Das ist alles nicht so geil. Ich nehme Track Orb. Was brauchten wir noch für Track Orb? Für Track Orb. War Center Water, glaube ich. Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ich glaube, es war Center Water. Cooldown Reduce ist auf jeden Fall geil. Oh, das hilft bei allem, was wir haben, eigentlich gut. Oh. Würden sie rankommen? Ich glaube jetzt sowieso nicht mehr. Ha! Nee, die kommen nicht ran. Isilde, du sollst doch hier nicht schon wieder den Stream. Du sollst auch schlafen. Aber schön. So. Dann machen wir die King Bible. Ja, das schon. Ah, wir nehmen Spin schon. Ohne Spinach ist das eine Blamage.
So, erstmal kurz überlegen. King Bible haben wir, Pomerola haben wir. Für die Scroll bräuchten wir das Skull. Dann kommen wir nicht mit Tracked Orb. Ich werde wahrscheinlich, wenn sie kommt, die Fire Wand nehmen. Und dann kann ich zum Schluss immer noch changen. Ist jetzt die Frage, sollte ich jetzt schon rübergehen oder? Ja, komm. Gehen wir mal voll auf Upgrades. Also auf passenden Upgrade zu den passenden Waffen. Es sollte auf dem, in dem Level mit den Upgrades ja eigentlich easy machbar sein. King Bible. Oh, ich liebe das, wenn du so kurzzeitig die King Bible so viele hast. Nach dem Upgrade. Das spratzt einfach. Ach, witzig. Habe ich total vergessen. Den ganzen Schaden, den wir gekriegt haben, haben wir jetzt schon wieder recovered. So. Ja, kann man mit leben. So. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Ja, komm. Dann kann ich mich jetzt schon mal rüber machen zu den Koffern. Wow, Alter. Aber dann bleibt hier so viel liegen. Das kann ich doch hier nicht einfach liegen lassen. Ja, das schaut doch relativ entspannt aus. Ich glaube, ich lasse mir. Ach nee, komm. Wir lassen uns das nicht einblenden. Das kriegen wir schon so hin. King Bible. Oh, Vater. Du schaffst das. Na, hol ich nochmal. Okay, ich habe echt nicht viel liegen lassen. Das war ja gar nichts. Ach, da kommen sie von ganz hinten alle angerauscht. Geil. Das ist ja wie bei Thor. Wo der erstmal eine halbe Minute warten muss, bis Mjölnir wieder bei ihnen in der Hand ist. Oh, irgendwas hat gerade direkt in meinem Gesicht Boom gemacht. Oh. King Bible. Haben wir voll. Haben wir voll. Das ging ja schnell. So. Danach wird es eh lustig, weil wir haben jetzt eh so einen Charakter, der eh die ganze Zeit so spinnig ist. Mal gucken. Ah, Reed sind wir schon dran vorbeigelaufen. Ja, gucken wir mal. Ah, ich glaube, das war aber eine kluge Entscheidung. Da ist er doch.
Oh, da ist unser Upgrade. Guck mal, ich bin drinne. Oh. Crown. Ich brauche. Na, oh, eine gute Kiste. Eine hervorragende Kiste. Yes. Hä? Habe ich irgendwas verrafft? Der ist doch voll. Was ist denn jetzt los? Yeah, wir haben irgendwen freigespielt. Und zwar. Thank you, Demaru, but the vampire is in another coffin. Okay. Oh, was ist das denn? Giovanna Grana. Eine Hexe. Okay. Da nehmen wir den Cooldown runter. Dann. Ja. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch scheitern. Da muss ich ganz schön viel verraffen für. So, ich hätte sehr gerne, danke. Da ist er doch, da ist es doch. Schön. Schön, schön, schön. So. Das sieht doch jetzt anders aus, oder was? War das schon vorher so einfach so ein Seitenschmetterer? Naja. Das. Oh. Sack voll Gold. Ja, dann sitzen wir mal und chillen, ne? Nicht sehr spannend. Ah. Aber ist doch auch mal schön. So, nehmen wir Garlic. Einmal Garlic hätte ich gerne noch, bitte. Ach, der ist aber auch langsam, ey. Oh.
So. Dann Garlic. Uiuiuiui, da kommt vielleicht das nächste Upgrade. Der Soul Eater. So, jetzt bin ich nur noch eine riesige Kugel. Das ist doch auch was Schönes. Guck mal, das wäre doch auch mal witzig. Katholische Priester, die den Abstand halten. Ich schäme mich für diesen Witz. Ich entschuldige mich in aller Form. So, dann machen wir Spinch. Ja, komm, hoffen wir mal auf eine dicke Kiste. So. Ach ja. Ein Spaß für Groß und Klein. Weiter. So, aus. Ebony. So. Okay. Ein Moment. So. Und wieder was offen. Mein Second Screen will gerade nicht. Ich hoffe, da ist jetzt hier nichts komplett abgeschmiert. So. Ach, da ist er wieder. Sehr schön. Zack. Dann nehme ich Center Water. So. Da ist ein Boss. Ah, guck mal. Ein paar Orbs. Dann nehmen wir Ebony. Ja, so viel lasse ich gar nicht liegen. Ich dachte, ich lasse viel, viel mehr liegen. Und kommt die ran? Nee. Was fehlt denn jetzt noch? Die weiße Taube. Dann nehme ich den Song, obwohl das jetzt überhaupt nichts mehr bringt. Ah.
das ärgerlich. Mein Second Screen ist weg. Oh. Aber das läuft hier eh so gut wie von alleine. Ach Mann. So. 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 Und so. Dann Center Water. Ach, verdammt, das wollte ich jetzt gar nicht einsammeln. Dann entscheiden wir uns für Empty Tomb. Ja, aber das ist schon alles crazy einfach. Ja, aber brauchen wir ja alles nicht mehr. Mehr Gold und so, das haben wir ja schon alles freigespielt. Achso, du meinst jetzt vielleicht für nachher, ne? Ja. Weiß ich nicht. Ach Mann, den wollte ich nicht einsammeln. Oh, oder vielleicht doch? Hä? Habe ich Center Water voll gehabt? Nee. Ich wollte schon sagen. Warte mal. Lass ich mal kurz gucken. Peaches haben wir. Peaches brauchen wir noch. Dann nehme ich Song of Mana. Und der Geist, den ich rief. Hier irgendwas Cooles? Nee, ne? Ja. Aber das Problem ist, ich habe ja schon alles, was ich will für den Run. Haben wir Center Water ab. Ach so, wir können es jetzt upgraden. So. Na gut, dann hole ich mir jetzt die blöde Maske. Jetzt hast du mich.
Das mache ich jetzt nur wegen dir. Ach man, das liebe ich an diesem Spiel. Wie es einfach brutal alle Partikeleffekte raushaut, die es zu bieten hat. Oh, cool. So. Und dann ist Song of Mana erstmal raus. Könnte ich nicht eigentlich sogar nur stehen bleiben? Ja. Hä? Wieso? Center Water ist doch voll. Oder muss man jetzt... Ah. Hast du dich mal wieder richtig als Pro erwiesen? Was alles an Orbs liegen bleibt, ne? Das ist ja unfassbar. Vor allem, da muss ich denn jetzt auch noch immer hinlaufen. Da habe ich ja überhaupt keine Lust drauf. Ich meine, der alte Mann, der kann auch nicht mehr so schnell. Und wir verlangen hier von ihm, dass er Vampirhorn abwehrt. Und dann auch noch nebenbei alles einsammelt, was hier auf der Map rumliegt. Ich meine, ich will nicht wissen, wie viele Orbs er jetzt schon in seinem Rucksack hat. Das muss doch schrecklich sein für den Herrn. Aber ich habe hier doch schon alles auf der Map. Gucke. Hier sind nur noch die Tombs. Und die Tombs will ich nicht. Ja. Das nimmt hier langsam Dimension an mit dir, ne? Ich werde schon angemeckert, bevor ich nur irgendwas gemacht habe. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut. Was möchte ich eigentlich? So die Frage. Center Water könnte ich jetzt. Und die. Bi ah, ich kann jetzt ja upgraden. Hupsi. Hupsi. So. Das magische Wasser.
Wow! Okay. Jetzt geht's ab hier. So, jetzt müssen wir überlegen, welche Waffe. Also, wir können als nächstes die Firewand. Oder die Axt wäre geil. Firewand oder Axt? Für Greed gibt es leider keine Waffe. Das ist Bone. Nein. Niemals. Ach, die müssen wir jetzt ja. Ich vergesse jedes Mal, dass man die ja auch wieder leveln muss. Komm, wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe, sammle ich dann genug ein oder muss ich dann trotzdem laufen? Das scheint doch zu passen. Jetzt muss ich bloß Minute 25 aufpassen. Von wo kommt jetzt der Große? Dann nehme ich die Axt. Von wo kommt er? So, wo ist er? Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht da. Vendalia. Easy. Warte mal, ich muss warten. Ich brauche erstmal die Axt, muss ich maxen. Ja, gute Nacht, bis morgen. Nochmal die Axt. Jetzt ist die Axt gemaxt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir es. Was? Oh, ich hab mich schon wieder verguckt. Ja, ich habe mich vertan. Bracer Snipe. Oh, ich bin ein Quatschkopf. Ah, okay. So geht's auch manchmal. So, Medüschen, halt bitte ein bisschen Abstand. Jetzt so ein Permatrack Orb, das wäre schön. Dass ich nirgendwo mehr hin muss.